Wir haben heute wieder einen wunderbaren Gaststar dabei, in Form eines Charakters, den wir auch gleich noch kennenlernen werden. Aber erstmal ein wunderbares Hallo, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich dabei sein darf, Weltenweber und meine anderen Mitspieler. Soll ich mich auch noch gleich kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Super. Hi, ich bin Markus, online bekannter als Chindividual. Ich spiele viel zu viele Tabletop-Rollenspiele und ich liebe auch Fabula Ultima. Und als mich Weltenweber hierzu eingeladen hat, war ich sehr froh und werde heute die Rolle von Archibald spielen. Und bin schon gespannt, was denn heute so alles hier passieren wird in dieser netten Runde. Jede Menge Pixelart und schlechte Wortspiele, dafür kann ich garantieren. Mehr hat man nicht nötig. Ja, dann möchte jemand kurz rekapitulieren, was beim letzten Mal passiert ist. Nicht erlaubt. Ich habe gehört, Kellen meldet sich freiwillig. Kann's wieder mal machen, wenn keiner anderer möchte. Muss anfangen, dafür Belohnungen zu vergeben. Ja, leg los. Lass mich kurz noch mal überlegen. Ah ja, genau. Wie hießen die Steine? Die Runenhandsteine, genau. Da ging nämlich unser Abenteuer weiter. Wir hatten sie das vorletzte Mal fast erreicht und dann letztes Mal haben wir da bei denen fast gestartet. Aber noch bevor wir diese erreicht haben, wurden wir von aggressiven Adlern, waren das genau, angegriffen. Und haben aber unser Bestmöglichstes getan, um diese zu vertreiben, beziehungsweise um anderweitig dem Kampf zu entfliehen, denn es wurde die Regel etabliert, beziehungsweise die unausgesprochene Regel etabliert, dass wir schauen zuliebe von Gamsbart, dass wir keinen Tieren Schaden zufügen. War das der Kampf mit der Illusion? Ich meine, das war der, ja. Genau, wo ich... Mit wo den ich, Pilzen, ja. Ja, Gamsbart versucht hat, die illusionären Pilzhaine heraufzubeschwören. Was insofern ganz witzig ist, dass wir sie ziemlich einfach hätten kaputt machen können, aber nein, der Gnome will ja nicht. Das und es wäre viel schneller gewesen, wenn ihr mich nicht die ganze Zeit in meine Zauberzirkel getrappelt wärt. Genau, wir haben versucht, er hat dieses geile Ritual versucht und man kann sich daran beteiligen systematisch, aber wir haben immer alle nicht, also wir haben einfach immer gefailt in den Würfen. Das also hier ist, dass er versuchte, seine Pilze zu pflanzen und wir sind die ganze Zeit über die Pilze getrampelt. Korrekt, das war ein großes Hin und Her. Aber am Ende haben wir es dann doch endlich geschafft, alle Pilze sorgfältig zu pflanzen und dadurch eine große Illusion zu erschaffen, um den Adlern zu entkommen. Dadurch kamen wir auch dann zu den ruhenden Steinen an und haben die im Endeffekt gesehen, dass es so titanisch große Steine in einem Kreis angeordnet waren und in der Mitte dieses Kreises war ein Brunnen. Über die Herkunft der Steine weiß anscheinend keiner so richtig was Bescheid, aber die sind auf jeden Fall eine lange Zeit. Als wir uns den Brunnen genauer angeschaut haben, haben wir, glaube ich, festgestellt, dass der Wasserspiegel stark gesunken war. Weswegen wir uns das Ganze dann genauer anschauen wollten und wir Kräuter runtergelassen haben, da mit Hilfe eines Seils. Dann kam ein alter Opa zu uns, ich glaube, der hieß Fritz. Fritz, der Förster. Genau. Fritz, so eine Art Aufpasser oder Ranger oder so. Genau. Und er scheint... der hatte extrem starke Waden. Der scheint wohl öfter hier entlang zu laufen. Und er hat sich wohl, ich glaube, Sorgen gemacht, weil er auf jemanden wartet oder beziehungsweise jemanden sucht. Und dann zeitgleich haben wir aber auch entdeckt, dass es im Brunnen unten einen Durchgang woanders hingeht. Und wir deswegen die Annahme haben, dass sich jener, den Fritz sucht, auch schon nach unten begeben hat.
Zumal der, glaube ich, auch an dem Brunnen Interesse gezeigt hatte, wenn ich das richtig genau habe. Genau. Der wurde euch beschrieben als ein etwas älterer, ein bisschen verwirrter Herr. Genau. Und versucht man ältere, verwirrte Herren normalerweise im Brunnen? Oder den Sachen, an denen sie interessiert sind. In dem Falle der Brunnen. Damit dann gleich hingemacht und sind erstmal auf eine Art Grotte gestoßen, wo wir alle runter sind. Flux hat versucht, cool zu sein, hat nicht geklappt. Kaelin hat vorgemacht, wie ist es, cool zu sein. Alle gingen ihre Wege. Wir wurden von Höhlenbären, glaube ich, angegriffen. Diese konnten wir leider, glaube ich, diesmal nicht so ganz davon überzeugen, friedlich die Sache anzugehen. Ich glaube zumindest, ich glaube, einen hat Kräuter gerettet, indem er einen Fisch unter seinem Hut hervorgezogen hat und ihm einen hingeworfen hat. Die anderen mussten wir leider besiegen. Dann sind wir weiter und haben, als wir die Höhle erkundet haben, einen Zauberkreis entdeckt. Da wussten wir am Anfang nicht so ganz damit anzufangen, weswegen wir bei der Weggabelung nochmal zurück sind auf die andere Seite, von wo Flux, glaube ich, auch Schritte entdecken konnte, zu Spuren, wo wir annehmen, dass das eben diese andere Gestalt ist. Und da haben wir eine Art Zufluchtsort entdeckt, wo wir uns fast wie zu Hause fühlen, wo man rasten könnte, eine Art Safe Space, wo wir da noch ein bisschen gerastet haben. Da hat auch Kaelin eine Idee. Und vielleicht lag es an dem Ort, vielleicht lag es an seinem genialen Verstand, das weiß man nicht. Jedenfalls ist er dann schnurstracks wieder zurück zum Zauberkreis mit den anderen im Schlepptau. Und da haben wir dann angefangen, den ganzen Runen, die ganzen Elemente, die es in der Welt gibt, zuzuordnen. Und was ja, muss ich aber eingrätschen und sagen, dass Flux die Idee schon hatte, bevor wir rübergegangen sind. Ja, ich glaube, dann hast du etwas falsch verstanden. Also ich mache hier die Zusammenfassung. Nein, ich auch. Jedenfalls ja. ist Kaelin zuerst auf die Idee gekommen, Wasser an eine Stelle zu gießen. Das würde ich so unterschreiben. Okay. Und dann haben wir das dann nach und nach gemacht und haben es tatsächlich geschafft, dann nach Trial and Error die ganzen Runen zuzuordnen. Und dadurch hat sich ein Zugang geöffnet. Ein Zugang zu einer gigantischen, wunderschönen Kristallhöhle. Exakt. Da habt ihr alle staunend vorgestanden. Und natürlich möchte ich euch die nicht vorenthalten. Deswegen halten wir da mal direkt hin um. Eine Sekunde. Nur noch kurz passende Musik dafür raussuchen. Die Höhle, die ihr vor euch seht, der Boden ist glatt und ihr könntet fast schwören, dass ihr euch darin spiegeln könnt. Ihr seht hier und da die Überreste einiger Ruinen, aber was ihr vor allen Dingen seht, sind Kristalle in sämtlichen Farben. Und sie leuchten. Es ist, als würdet ihr in ein Spiegelkabinett gehen, das spezifisch darauf ausgerichtet ist, Farbenblende zu ärgern, weil die ganzen Freuden daran nicht sehen könnten. Durch die unterschiedlichen Farben und Formen der Kristalle seht ihr euch mal sehr groß, mal sehr klein, mal in Rot, mal in Violett, mal in Grün. Es gibt einige Kristalle, in denen ihr euch dutzendfach sehen könnt und hier und da könnt ihr sogar, wenn ihr zwischen einigen Kristallen steht, euch auf den Hinterkopf gucken. Eine ziemlich ungewöhnliche Erfahrung. Und sie leuchten von innen heraus, was dafür sorgt, dass, wenn ihr eine Fackel oder so etwas eigentlich brauchen würdet, das definitiv nicht mehr der Fall ist. Flux springt darum wie ein hyperaktives Kind. Um noch das Recap abzuschließen, ich weiß dann, dass es am Ende noch eine Videosequenz gab, an die genau kann ich mich gerade nicht erinnern. Wäre schön, wenn du die noch abschließen könntest. Die Videosequenz am Ende hat Slime Shady gezeigt, wie er sich mit jemand anderem unterhält und der meinte, dass er sich die Cool Cats, die hier herumlaufen, ja mal ansehen müsste. Aber wobei, zugegebenerweise, es war nicht wirklich Slime Shady.
Nee, Slime Shady meinte, er müsse sich mit The Real Slime Shady wieder verbinden. Das stimmt. Ja, also es ist ja so, es war ja sogar so, Kaelin sammelt ja im Grunde genommen irgendwie, Kaelin ist ja ein Leichenfledderer, ne, bekannterweise. Also der sammelt ja immer alle möglichen Sachen ein für seine Alchemie. Er sagt, das ist für seine Alchemie. Und er hatte halt auch von Slime Shady Schleim mitgenommen. Und als dieses Ding sich geöffnet hat, ist halt eine seiner Flaschen, ich weiß nicht, runtergefallen oder sie hat sich jedenfalls geöffnet. Und so ein kleiner Miniman hießen die ja, glaube ich. Genau. Also ein Stückchen Schleim ist quasi aus der Höhle rausgekrochen, bevor wir irgendwas machen mussten. Ich weiß auch nicht mal, ob wir das mitgekriegt haben, ehrlich gesagt. Nein, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber also, jedenfalls, wenn Kaelin das nächste Mal checkt, wird ihm wahrscheinlich auffallen, dass sein kleines Stückchen von Slime Shady fehlt. Aber auch wenn ihr das noch nicht wisst, ihr seid nicht allein in der Höhle. Eine andere Person wird euch wahrscheinlich hören, weil ich glaube nicht, dass ihr versucht, hier besonders leise zu sein und jeder einzelne Schritt hier von den Wänden widerhallt. Die Geräusche kommen. Flux wird wahrscheinlich ungefähr dreimal so laut sein wie sonst. Das ist ja quasi wie wow, Spiegelkabinett. Guck dir das mal an. Wow, ich sehe total groß aus. Ich hätte gerne auch schon mal reingrätschen. Wow. Mein Token hat immer noch keine Sicht. Sekunde, dann ändere ich das mal kurz. So, jetzt solltest du was sehen können. Ja, jetzt sehe ich was. Aber ich glaube, Person bewegt sich schon. Aus dem Halbdunkel werdet ihr dann sehen, dass eine Gestalt auf euch zukommt. Was sieht die Gruppe denn? Aus der Ferne nähert sich der Gruppe ein älterer Mann in erdfarbener Kleidung, einer Tasche über seiner Schulter und einen langen lila Schal an. Der Mann selber hat eine glatze, buschige, weiße Augenbrauen und einen langen, weißen Bart und stützt sich auf einen großen, knurrigen Stab. Er kommt etwas irritiert um die Kurve, sieht die Gruppe und er ruft in den Tunnel rein: Muss das denn so laut sein, ihr? Hier machen manche Leute ernsthafte Wissenschaft, okay? Dann wäre jetzt meine Frage, das überlasse ich jetzt dir, Archie. Meinst du, dass Flux dich aufgrund ihrer Vorgeschichte unter Umständen kennen könnte? Gute Frage. Vielleicht könnte, also mittlerweile, Archie ist schon was älter und er war etwas jünger zu den Zeiten, dass er eventuell so mehr oder weniger im Hintergrund sein könnte, wo Flux mehr oder weniger auch mit zu tun hat. Eher vielleicht unwahrscheinlich, bis der Name auch genannt wird. Er hat sich ja noch nicht vorgestellt. Das stimmt. Also, ihr seht einen älteren Herrn, der sich in typischer alter Herrenmanier beschwert, dass Leute hier arbeiten. Ist das der Kerl, den wir suchen? Hast du hier noch jemanden versteckt? Jemanden versteckt? Ich verstecke hier niemanden. Dann wird das wohl sein. Wahrscheinlich. Es tut mir leid, dass wir zu laut gewesen sind. Wir wollten Ihre Forschung nicht stören. Herr, Ihr Name ist? Archibald. Archibald war, aber ihr dürft mich auch Archie nennen, wenn ihr möchtet. Mein Name ist Gamsbart Kräuter, aber ihr dürft mich auch Kräuter nennen, wenn ihr möchtet. Sie scheinen mir jemand zu sein, mit dem ich mich unterhalten könnte. Schön, Sie kennenzulernen, Herr Kräuter. Ebenso. Ich rausche dabei durch meinen Bart und zwirbel so den Oberlippenbart dann so. Man, also einmal für dich auch zur Beschreibung, du siehst einen in relativ altmodische grüne Wanderkleidung gekleideten kleinen Gnom, dessen größte Körperfülle tatsächlich der Bart einnimmt und der übergroße Hut mit dem übergroßen Löffel da drin. Das ist ja niedlich. Der Löffel ist im Hut drin. Ja, der Hut hat so eine Tragehalterung, dass da ein Löffel da so reinpasst. Genial. Wie gesagt, es tut uns leid, dass wir Ihre Forschung hier unterbrochen haben durch unser zu laut sein. Der Schaden ist jetzt nun mal schon angerichtet und ich habe ja die Notizen. Was treibt Sie und Ihre Kollegen hier hin?
Wir sind tatsächlich hier, weil wir von dem von oben, dem Herrn Fritz, mitgeteilt bekommen haben, dass jemand hier runtergegangen ist. Das wollen wir untersuchen, nicht, dass hier jemand in Gefahr schwebt. Weil sollte hier überall Wasser sein. Der Fritz, der Förster mit den sehr athletischen Waden? Ja, eben derselbe. Ach, der sollte sich nicht so viele Sorgen um mich machen. Das ist nicht mein erstes Mal, dass ich in eine Höhle runterkletter. Wie hast du das gemacht? Das sieht irgendwie nicht so aus, als würdest du so oft in Höhlen reinklettern. Naja, ich muss zugeben, dass... Hast du deinen Schal als Seil verwendet? Ah, clever. Das habe ich in der Tat so zum letzten Mal vor circa 43 Jahren gemacht. Dieses Mal, ja, musste ich den Schal zum Glück nicht verwenden. Aber ich gebe zu, es ist schon ein paar Jahrzehnte her, dass ich zum letzten Mal wirklich so runtergeklettert bin. Wer ist das dann gemacht? Berufsgeheimnis. Nicht schlecht. Gute Idee. Warum hat man als Wissenschaftler als Berufsgeheimnis, wie man in eine Höhle reingeklettert ist? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, ich bin halt jemand, der halt rein professionell öfter mal mit Geheimnissen zu tun hat. Oder hatte. Aber ja, das hab ich. Wie hast du gesagt, heißt du nochmal? Archibald war. Archie ist aber auch in Ordnung. Oh. Ich glaube, ich habe den Namen schon mal gehört. Okay, alles klar. Ja. Ist ja auch egal. Ist ja auch einfach egal, wie du hier reingekommen bist. Warum, was machst du hier? Forschung. An. Und Archie gestikuliert um sich herum in Richtung all dieser wunderbaren Kristalle. Na, natürlich, diesen phänomenalen Sammlung verschiedener ätherologisch geladener Kristalle. Was denn das? Die sind wirklich schön. Sie sind nicht nur schön, sie sind auch wissenschaftlich sehr interessant. Wieso, was können die denn so? Was können die denn so? Also, ja. Mit der richtigen Apparatur und den richtigen Methoden könnte man über verschiedene Umwege und verschiedene Praxisen mit der richtigen Apparatur gewissere ätherologische Phänomene erzeugen, wovon ich glaube, dass es möglich wäre, eine omni-ätherologische Ladung zu erstellen, mit der wir das ganze Feld der Ätherologie und komparativer Ätherologie revolutionieren könnten. Das klingt ein bisschen gefährlich. Also, um es etwas einfacher zu sagen, in diesen Kristallen ist magischer Saft. Und diesen Saft möchte ich verwenden, um einen Saftcocktail zu machen. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt kann ich auf Blitze schießen oder sowas? So wie bei Kaelin? Wie bitte? Kaelin, ist das der Bursche hier vorne? Ja, mein Name ist Kaelin. Genau, Kaelin. Der Bursche da vorne. Und ich verstehe zwar nicht so ganz alles, von dem Sie da faseln, aber ungefähr ein Drittel habe ich auch verstanden. Ich finde diese ganzen Kristalle hier auch extrem interessant. Da sind Sie auch. Und was ich auch interessant finde, ist, dass Ihr anscheinend auch an dem Zauberkreis vorbeigekommen seid. Nee, wir haben das so getan. Aha. Wir lügen den Mann nicht an. Ja, wir haben den Zauberkreis bedient. Naja, das war ja jetzt auch nicht so ein richtig schwieriges Puzzle, dieser Zauberkreis. Verschiedene elementare Ladungen und schon kommt man rein. Wie hast du die elementaren Ladungen erzeugt? Naja, ich hab in meiner Tasche auch ein paar Sachen dabei. Feuerzeug, Fläschchen Wasser. Manchmal muss man gar nicht so komplex denken. Das ist ja ein neues Konzept. Wenn ich mal in deine Forschung reinschauen. Sind Sie auch Wissenschaftler? Ja, sowas in der Art. Ja, wenn wir jetzt eh schon hier sind. Und Archie greift in seine große Tasche rein und er zieht einen massiven, dicken Folianten raus mit
locker 600 Seiten verschiedener Papiersorten, Notizzettel. Es ist eine ganze Collage an Informationen. Und erreicht Kaelin das Buch. Hier, schauen Sie es sich ruhig an, aber bitte keine Flecken drauflassen. Oh, Dankeschön, sehr lieb. Und du kannst auch Kaelin oder du zu mir sagen. Es ist in Ordnung. Ja gut, dann gehen wir halt rüber zum Du. Das ist vollkommen in Ordnung. Wow, ich Wahnsinn. Ich bin ja nicht altmodisch. Ich weiß ja, dass ihr Wissenschaftler gerne auch Wissen teilt. Ich weiß ja, ob sie interessiert, aber und du hast mir so einen richtig dicken Folianten gegeben, ne? Und ich würde so mein DIN A5 Notizheft rausholen und dir so in die Hand geben. Das sind so meine letzten Beobachtungen und Forschungen bezogen auf Äther drin. Vielleicht findest du auch irgendwas, was dir weiterhilft, wenn wir schon dabei Archibald. Sind. Archibald blättert durch den Block durch. Und findest so Blaupausen von Waffen, also von einer Schusswaffe, die so kapselartige Ätherladungen reingeladen müssen und auch allgemein so Studien über Äther und wie man den verwerten kann. Das sind sehr interessante Skizzen, Kaelin. Eine gefährlich aussehende Waffe, die dort geplant ist. Das ist gefährlich, ja. Aber auch ziemlich cool. Ja. Vielleicht liegt es an meinem Alter, aber ich habe schon zu viele Konflikte in meinem Leben gesehen. Die Anwendung dieses Wissens an Waffen ist jetzt nicht gerade, wofür ich das Wissen verwenden würde. Wow, nimm dir ein Zimmer mit Kräuter. Hey. Können die beiden Werte vergleichen. Die ist jetzt in der Mitte abgebrochen bei mir. Ich sagte, können die beiden Werte vergleichen. Okay. Während ihr da übrigens redet, das Funkeln der Kristalle um euch wird so ein bisschen heller und mit einem Mal meint ihr also aus dem Augenwinkel zu sehen, dass einer der Kristalle sich bewegt hat. Links, rechts, vorne, hinten? Irgendwo da hinten. Irgendwo dort. Kaelin ist... Lass mal hingehen. Der Pearl Knight würde sich natürlich zwischen Flux und den Kristall stellen. Nicht, dass etwas passiert. Da kann man ihn nicht mehr angucken. In dem Moment blitzt der Kristall auf und ihr seht, dass an der Wand etwas klebt. Es hat sich perfekt getarnt. Aber jetzt seht ihr, dass es sich um eine Art Krabbe handelt mit einem steinernen Panzer, der über und über mit Kristallen bedeckt ist. Ja, safe Kristallkrabbe. Klunkerkrabbe. Ja. Da hätte man jetzt ganz hart aus Hollow Knight klauen können. Da gibt es eine ganze Menge Gegner, die mit Kristallen erwachsen sind. Da ich das nie gespielt habe, muss ich irgendwann mal nachholen, kann ich das leider nicht. Aber was ich kann, ist, euch um Initiative-Check zu bitten. Schauen. Gibt es auf dem Charakterzettel irgendwo einen direkten Knopf für Initiative? Normalerweise würfelt einer ja vor und du kannst dann im Chat, da ist ja Kaelin has initiated a group check, du kannst jetzt einfach auf Support Group Check klicken. Super, und dann machen wir das doch. Klickt das doch mal bitte jemand für mich auch, danke. Jo, Sekunde, ich wähle eben mal Kräuter aus. So, Kräuter, haben wir den Group Check, da ist Support Group Check. Ohne Bond. Leider yes. nicht. Dann hat Kaelin eine 16. Nice. Nur mal von vornherein, Kaelin wird das Schlusslicht bilden. Der war bis gerade noch ins Buch vertieft, der wird das erst checken. Lies das so, hört zu den Kampfeslamm irgendwann. Oh, Moment. Okay, dann dürft ihr anfangen. Wer will zuerst? Der Pan würde eine Guard-Action auf Kräuter machen. Ah, das ist nett, danke. Okay. Schaut, die Krabbe ist. Haben wir die Klunkerkrabbe. Die Klunkerkrabbe wird sich in ihren Panzer zurückziehen. Ich mach das mal mit. Sie geht effektiv in die Guard Action. Dann seid ihr wieder dran. Herr GM, ich würde gerne herausfinden, als meine Aktion, ob es sich bei diesen Wesen um.
mehr um wirklich um Kristalle oder mehr um ein Tier handelt, weil ich bin nämlich gerade hin und her gerissen. Okay, dann mache ich für dich mal eine Study-Action. Mhm, danke. Roll-Check. Inside, inside. Schlumpfergrabe. Oh, das ist ein Critical. Was möchtest du gerne für eine Gelegenheit ergreifen? Ich würde einen Vorteil für Kaelin erwirken wollen. Ich würde sagen, eine Schwachstelle, die sich preisgibt, wenn ich sie gerade studiere. Mhm. Ja. Dann bekommt Kaelin bei seinem nächsten Wurf gegen das Ding +4. Die Dinger sind eher Mineralien als Tiere. Also eine siliziumbasierte Lebensform, wenn man so möchte. Macht das biologisch Sinn? Wahrscheinlich nicht. Also es ist kein Tier, wie ich es kenne. Ich tue einfach so, als wenn ich nichts gesehen hätte. Jawohl, Crit. Abgesehen davon, das Ding ist... lass mich mal gucken. Wenn es sich verteidigt, macht es sich gleichzeitig zum Angriff bereit. Und wenig überraschend ist es stark gegen Erdschaden. Es ist aber schwach gegen Blitzschaden. Die ganzen Kristalle leiten Strom überraschend gut. Hm. Das Äther ist stark in diesen da. Okay, dann haben wir eine Schalt weitere. Schalt er das so? Das habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. Das, ob das, das nicht so weitergibst. Der Äther ist stark in diesem da oder so. Nee, was ich dann rufe, ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass das keine klassischen Tiere sind. Haltet euch nicht zurück. Oh, und die leiten Strom. Und sobald du sagst, sie leiten Strom, schaut Kaelin aus dem Buch hoch. Man sieht so Blitzen in seinen Augen. Und er würde jetzt... Er hat aber Schaden mit seinen Blicken. Ja, Nani. Und dann würde er tatsächlich das Buch zusammenklappen, wieder da sein. Seine, und auch wenn keiner was dagegen hat, als nächstes den Zug machen. Ja, ich glaube, es ist zur erste Krabbe dran, oder? App, diese Klunkerkrabbe hier hat sich ebenfalls in ihren Panzer zurückgezogen. Dafür habe ich leider keine Grafik. Aber... Jo. Wenn jemand sonst möchte, kann Kaelin dann gerne. Würde seine Starfall-Cannon rausholen. Und für dich, Archie, du siehst, wie die nicht wirklich ein Magazin oder so hat, sondern eine Kurbel. Und da würde anfangen, eine Kurbel zu kurbeln. Und in dem Kanister in der Mitte siehst du, wie sich plötzlich Blitzäther sammelt und kanalisiert. Und dann drückt Kaelin ab und ein... Ja, Strahl Blitzäther wird aus dem Lauf gefeuert auf die untere Klunkerkrabbe. Alles klar. Wow. Jawohl, da trifft. Wow. 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 Yep, du triffst die Klunkerkrabbe und die ganzen Kristalle auf ihrem Körper leiten diesen Äther perfekt. Sie zuckt so ein bisschen und. Du siehst, dass ihre Bewegungen etwas erratischer werden. Und sie wird dann tatsächlich aber selber auf dich versuchen zu zaubern, Kaelin. Ein bisschen dieses Blitzäthers knistert durch ihren Körper. Sie sammelt den und stößt ihn ruckartig ab. Und er wird vielleicht dich treffen. Und das ist... gegen deine magische Defense mit einer 9. Trifft genau. Ja, dann kriegst du ordentlich eine gewischt. Dieser Stromschlag trifft dich in die Brust. Du nimmst 13 Bolt Damage. So, dann haben wir, glaube ich, noch Flux und Archie. Dann würde ich vielleicht als nächstes machen, weil Monkey See, Monkey Do. Dementsprechend würde Flux... gecheckt haben, dass offensichtlich sind die anfällig gegen Strom und sie kann das jetzt ja auch. Und deswegen würde sie in einem wirbelnden, einem Wirbeln ihres, wie soll man das nennen, ihrer Tunika, keine Ahnung,
einen Schritt zur Seite machen, also einen wirbelnden Schritt zur Seite machen, Golem Dance anwerfen und dann auf die fast kaputte Krabbe unten schießen. Wenn sie dann gut durchgegrillt wird, dann muss ich sie umbenennen in Krosse-Krabbe. Das heißt, ich gebe jetzt erstmal die Magiepunkte aus für Golem Dance. Das heißt, meine Angriffe machen Bolt Damage und dann würde ich schießen. Ja, das trifft. Das ist dann also Bolt Damage. Ja, du vaporisierst diese Krabbe im Grunde genommen. Die ganzen Kristalle auf ihrem Körper verdampfen und sie bleibt auf dem Boden liegen. Was von ihr übrig bleibt, das ist eine ziemlich harte Schale. Leider sind die hübschen Kristalle weg. Oh. Dann haben wir noch Archie. Ich wollte jetzt nicht in Fluxzug reingrätschen, aber ich hätte gerne, als ich Schaden bekommen habe, noch den Painful Lesson eingesetzt. You may immediately perform the study action. Okay, dann mach mal study action. In der Zeit kann ja schon mal Archie beschreiben, was er macht. Ich sehe, dass die Study Action schon gerollt ist. Sollen wir die schon mal erstmal kurz abrunden? Die Study Action. Das ist eine 10, wenn ich es richtig sehe. Ich hatte schon gesagt, aber vielleicht noch mal ein bisschen genauer. Sie sind jetzt gerade in einer speziellen Guard Action. Als nächstes wird ein ziemlich starker Angriff folgen. Okay, check. Okay. Archie ist inzwischen auch bewusst davon, dass Zeit ist, um sich ein bisschen zu prügeln. Steckt sein Buch weg, zieht seinen großen so richtig Holzzauberstab und mal ganz kurz out of character, wie sieht's bei euch mit euer Defense und Magic Defense aus generell? Also bei mir schlecht, ich bin der Glass Cannon, ich habe 11-9. 11-9. Wie sieht's beim Rest aus? Der Pell Knight ist ein wandelnder Panzer mit 16,8. Oh, wow. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich bin auf 10,10 genau ausgeglichen. Na, warte, ich guck mal eben für dich. Yep, 10,10. Ich bin ungefähr so wie Kräuter, nur um 1 verschoben. Okay. Also meine Magic Defense ist höher als mein Defense. Okay, weil dann seht ihr, wie Archie mit dem Stab herumwirbelt, sich Äther um ihn herumsammelt, vielleicht selbst ein bisschen so aus den Kristallen um der Party herumgezogen wird und um Kräuter, Flux und Kalen sammelt sich dieser Äther und erscheint eine Art magische Barriere, die kurz schimmert und dann unsichtbar wird. Und ich würde gerne Barrier casten. Dafür gebe ich in total 15 MP aus und für quasi die ganze Szene until the spell ends, each target may treat their defenses as being equal to 12 against any effects that target. They are still free to use the normal defense score of higher than 12. Also für die normale Defense gilt das jetzt für jeden ein Minimum von 12. Also für Kalen, Flux und Kräuter. Cool. Fabelhaft. Sehr gut. Dispel Magic. Fuck you. Aus, Kräuter, aus. Nein. Er ist doch gar kein Schleim, warum tust du das? Er ist ein Schleim mehr, das ist das Gleiche. Fehlhaft. Okay, dann haben wir eine neue Runde und ihr dürft wieder anfangen. Ich glaube, der Pell Knight wird wieder als allerletztes. So sieht's aus, ja. Dann würde ich gerne einsteigen und zwar mache ich das auch so mit meinem Löffel als Zauberstab, sodass Archibald das sehen kann und wirbel und gibt dann aber so eine Fingerpistole auf die beiden Krabben. Chrono-Trigger. Und kostet auf der neuen Stufe, nach dem Level-Up, kostet das jetzt 10 MP und beide Krabben, die noch da sind, sind mit Slow betroffen, bitte. Also sie schnappen ihre Krallen auf und zu und mit einem Mal ist es deutlich langsamer, als würden sie sich durch Pudding bewegen. Nee. Das war dann mein Zug. Achtung, gleich kommt ein starker Angriff. Okay. Die obere Klunkerkrabbe wird aus ihrer Verteidigung rausgehen. Sie wird sich einmal drehen und einen sehr scharfen, sehr spitzen Stein in Fluxes Richtung schleudern.
Ist das ein Fernkampfangriff? Yep. Dann sagen wir mal gleich, mit wie viel der trifft. Er trifft mit einer 11, also zerschmettert er, glaube ich, an der Barriere, die Archie gerade um dich aufgebaut hat. Ja. Genau. Ja. Ja. Also, es zerplatzt einfach ich das nicht in der Luft. Es ist wichtig insofern, als dass Flux wahrscheinlich schon so ihre Pistole gehoben hat, so als wollte sie irgendwie reagieren, und dann geht dieses Ding einfach, dann klatscht es gegen diese Barriere und geht kaputt, und sie ist so ein bisschen na gut. Okay, dann wow. Seid ihr dran. Wer will? Gut abgewehrt, Flux. Ich werde gerne als nächstes. Und zwar, ich habe gehört, da sind Leute langsam. Das reicht ja nicht. Das Leute? Heißt, die Krippen. Ja, die Krabben sind auch Leute. Sie würde gerne sich wieder bereit machen. Allerdings fast, es wirkt ein bisschen so, als würde sie die Klunkerkrabben, als würde sie die Klunkerkrabben verarschen, indem sie sich einen ganz kurzen Moment wirklich übertrieben langsam bewegt, um dann wieder schnell zu werden. Ich möchte gerne Banshee Dance einsetzen auf die obere Klunkerkrabbe, und die ist jetzt nicht nur slow, sondern auch shaken. Mhm. Und dann möchte ich gerne auf die, lass mich kurz überlegen, die obere Krabbe schießen. Macht ja am meisten Sinn, ne? Yep, du machst doch immer noch Bolt Damage, ne? Nee. Achso, ich mach kein Bolt Damage. Das geht nur eine Runde. Nein, das geht nur eine Runde. Dafür kann ich theoretisch, also das ist Utility, ne? Ich kann das nur eine Runde machen, aber dafür könnte ich stattdessen auch Resistance kriegen, also. Das stimmt, ja. Also der Schuss trifft und einige der Kristalle zersplittern. Die andere Klunkerkrabbe geht ebenfalls aus ihrer Guard raus und wird einen Stein nach Kaelin werfen. Falls es über die 12 geht, sag mal, mit wie viel sie trifft. Sie trifft genau mit einer 12. Das heißt, es trifft ihn? Machst du das, Flux, ja, oder soll ich das machen? Kannst du das überhaupt? Kannst du das bei Fernkampfangriffen, ja, mit einer Guard-Action? Okay. Ich kann den Protect kostet bei das einer Attacke, Spell oder einem Danger. Nee, kostet mich nichts. Dann musst du das, weil mich kostet das was. Ich koste das, so geht's dann nicht. Ich werfe mich dazwischen. Genau. Und dann trifft mich quasi die Attacke nicht. Ja, die Krabbe wirft diesen Edelstein nach ihm, aber du hältst deine Schilde dazwischen und wie Glas zersplittern sie daran. Und dann seid ihr dran. Wir haben, wenn mich nicht alles täuscht, noch Kaelin, den Pell Knight und Archie. Mhm. Danke, Pell. Und ich würde Pell Knight seine Deckung nutzen, um so ein bisschen unter ihm rechts vorzuluschern, meine Waffe wieder anzukurbeln und auf die... Welcher von den beiden hat mich gerade angeschossen? Der hat auf dich geworfen. Dann würde ich auf die untere zurückschießen. Alles klar. Yep, das trifft. Wieder wird ordentlich Äther durch die Krabbe geleitet. Nein, sie hat jetzt nicht spontan... Ich hätte gerade fast ihr 100 mal so viele Lebenspunkte gegeben, wie sie jetzt eigentlich hätte. Das wollen wir nicht. Dann Archie wahrscheinlich und dann der Pell Knight, würde ich mal annehmen. Ich mach da mal, wahrscheinlich wird Pell Knight sowieso bis Ende warten, weil Pell Knight noch Guard-Action laufen hat, ne? Genau, ja. Genau. Haben wir gesehen, die Angriffe, die von den Krabben gekommen sind, könnten wir aufgrund der Angriffe sagen, ob die irgendeinen Elementtyp haben? Oder sind das alles so Physical-Angriffe? Das scheinen alles Physical-Angriffe zu sein. Einmal hat eine Krabbe mit einem Blitz gezaubert. Aber das war auch eher als Reaktion darauf, dass sie selber mit einem Blitz attackiert wurde. Ja, genau. Und es war gerade die untere Krabbe, die Kaelin angegriffen hat, ne? Genau. Okay. Archie hätte zurzeit liebend gerne irgendeinen Blitzzauber parat, aber so ist das nun zurzeit nicht. Aber Feuer ähnelt Blitz ein bisschen, oder? Beides heiß. Beides hell. Genau.
Und um die Spitze seines Zauberstabs sammelt sich feuriger Äther, den er dann auf die untere Krabbe schießt mit einem Flare-Spell. Und das wäre zum Angriff, ist das ein Insight plus Willpower, den ich dafür rollen muss? Du kannst auch, Sekunde, Gibt's da eine Taste für? Du kannst ja einfach auf das Symbol neben Flare klicken, müsstest du zumindest, warte mal. Attributes. Da kriege ich halt die Beschreibung, aber... Insight und Might ist es, ne? Ja. Versuch nochmal, ich habe es gerade für dich festgelegt, klick nochmal drauf. Ah, super. Ja, das wäre dann eine 12 zu hitten. Crit. Und wenn es trifft, sind das mal eben 31 Feuerdamage. Und ein Grund ist es Kritik. Ja. Und ein Crit. Ach ja, stimmt, das ist eine doppelte 6, ist eine doppelte 6, ja. Aha. Das, und beim Critical kriege ich einen Advantage, ne? Eine Opportunity. Ja, eine genau. Opportunity. Du kannst dir eine Opportunity aussuchen. Genau. Die steht in, wenn du alle parat hast, haben wir auch oben rechts im Journal eine Kurzfassung von den Opportunities. Ach, wirklich? Ja. Ja. Gehst auf, unsere Spieler tauschen sich da sehr gut aus. Kurzfassung. Und da sind die... Ja, super. Sehr gut. Dankeschön. Ich... Na, wir haben schon die nötigen Study-Checks gemacht. Das Scan... erscheint mir nicht mehr sinnvoll. Plot-Twist ist immer beliebt, wenn du Mr. Kill kennst. Genau, wir holen Mr. Kills zur Hilfe gegen zwei halbtote Klunkerkrabben. Ja. Seems like a waste. Die Krabben sind doch beide zur Zeit schon. Die Krabben sind doch beide schon geslowed, oder? Yep. Oder nee, die untere Krabbe ist noch nicht geslowed, wenn ich es richtig sehe. Ja doch, die sind beide geslowed. Die sind beide geslowed, aber nur einer ist shaken. Stimmt. Ich hätte dann gerne auf die untere Krabbe auch noch ein Shaken drauf. Dann sind die beide shaken und slowed. Sie ist für einen kurzen Moment, als dieser riesige Feuerstrahl auf sie zukommt, sehr geschockt und danach ist sie überhaupt gar nichts mehr. Oh. Also das Positive ist, ihre Angst hat nur sehr, sehr kurz gewährt. Und jetzt, da stehen noch so, weil du sie nicht ganz erwischt hast, stehen da noch so diese, so rauchen, diese Beinstümpfe, die dann mit einem Geräusch wie umfallende Dominosteine auf dem Boden landen. Der Rest von der Krabbe ist einfach weg. Oh, das war jetzt etwas mehr, als ich gedacht hätte. Entschuldigung. Das war mein Zug. Ja, dann ist der Perlknight dran. Der Pell Knight würde mit der Hitze der Flare nach vorne stürmen, auf die andere Krabbe zu. Und die mit seinem unter anderem brennenden Schild und seinem normalen Schild angreifen. Der Pell Knight hält so kurz den Schild daran, an die Flare. Ja, das ist ein Treffer, dann haben wir einen Moment. So müsste es sein. Ups, nein, das ist ein bisschen zu wenig. So ist richtig. Ja, du triffst die Krabbe. Einige ihrer Klunker splittern ab. Sie schwankt und scheint nicht mehr so ganz auf der Höhe zu sein. Damit beginnt eine neue Runde. Kann die erste Person, die jetzt angreift, es zu Ende bringen? Feuer! Frei! Nicht Blitz? Ja, wow. Blitzfrei. Erwischt. Blitzfrei. Ja, es gibt ein Knacken und ein Donnern und diese Klunkerkrabbe wird erwischt. Sie wird von der puren Wucht des Blitzes an die gegenüberliegende Wand geschleudert, wo sie mit einem hellen Klirren zerplatzt. Und damit habt ihr gewonnen. Rat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 a. Sehr gut. Funktioniert besser, als ich dachte. Und Kellen schaut sich so ein bisschen von sich selbst überzeugt seine Waffe an. Die Überlebenden von Leondale wurden geschützt. Ach ja, Archie, das ist... Nur traurig, dass die ganzen Dinger weg sind. Ja, aber hier gibt's noch eine Menge. Das ist übrigens der Pearl Knight, den haben wir gefunden und der gehört auch zu uns dazu. Ihr scheint eine recht erfahrene Gruppe zu sein, die ziemlich koordiniert gerade diese Kreaturen bekämpft hat. Ist jetzt schon einmal unterwegs. Ja, wir sind so koordiniert. Würdet ihr es in Ordnung finden,
Angesichts der Tatsache, dass anscheinend hier mehr als nur Kristalle sind und ich ja immerhin nur ein alter Mann bin, wenn ich ein Stückchen mit euch mit weiterreise hier in dieser Höhle. Komm drauf an. Hast du zufällig einen schleimigen Arbeitgeber, der uns in den Rücken fallen könnte? Und damit meinte so richtig schleimig. Nicht so nicht so durchschnittlich schleimig, sondern so ernsthaft schleimig, so richtig. Ja, aber auch ist dein Arbeitgeber ein Schleimer? Aber auch durchschnittlich schleimig wäre mir vielleicht zu viel. Ich habe schon in meinem Leben für viele schleimige Persönlichkeiten gearbeitet, muss ich zugeben. Aber derzeit arbeite ich nicht für irgendein schleimiges Individuum. Na, wenn das so ist, hätte ich nichts dagegen. Hat dein Chef eine Nebenkarriere als Rapper? Rapper? Was ist das? Ist das was Neumodisches? Was meine Kollegin Flux meinte, ist ein Sprechgesangskünstler. Sprechgesang? Genau, jetzt verstehe ich. Nein, ich glaube nicht, dass irgendeiner meiner Arbeitgeber das als Hobby hatte. Ich habe mich selber als Jungspund mal an Sprechgesang versucht, aber das ist eine andere Geschichte. Ich hänge da noch hinterher. Sind das diese Leute, die während Musik, ganz komische Musik läuft, ganz schnell reden? Ja, genau. Is that why we were spitting fire? Man muss jetzt dazu sagen, Sprechgesang ist nicht unbedingt Rap, weil sonst wäre der Papst ein Rapper. Obwohl, der hat auch immer so weite Gewänder an und fette Ketten. Hätte ich jetzt auch nichts gegen. Ja, genau. Ich komme aus von der Zeit von vor 20 Jahren, als gregorianische Mönchsgesänge ganz, ganz groß waren. Oh, das waren gute Zeiten, ja. Ja. Wir schweifen ab. Archibald, du sagtest, du bist hier unten, um diese Ätherladungen in den Kristallen zu studieren. Kannst du uns denn jetzt irgendwie zeigen, wo du schon gewesen bist? Also wir müssen jetzt nicht alles doppelt ablaufen, das wäre ja Quatsch. Das wäre in der Tat ein wenig überflüssig, aber wenn ihr ein bisschen mit mir in diese Richtung mitkommt, kann ich euch schon mal ein bisschen was zeigen. Ich möchte euch auch nicht zu sehr abhalten von dem, für das ihr eigentlich hier wart. Und wenn du einen Rechtsklick auf deinen Token machst, dann kannst du auf dieses Treppensymbol da drücken und dann muss dein Charakter nicht mehr moonwalken. Oh wow. Also ist ja cool. Ich habe an alles gedacht. Wow. Ich will ja nichts sagen, aber... Es sei denn, dein Charakter will moonwalken, dann bitte go ahead. Be my guest. Archie ist unglaublich gut im moonwalken. Archie bringt euch rüber zu einem dieser größeren Kristalle und erzählt, also wie ich schon sagte, die Kristalle hier haben alle unterschiedliche ätherologische Ladungen, verschiedene elementare Energien. Ich glaube, ich habe es Säfte genannt. Und nach konventioneller Ätherologie oder Saftologie in diesem Fall, kann man diese Säfte nicht miteinander mischen. Aber ich glaube... Ich glaube, es heißt Mixologie. Ein wunderbares Wort. Vielen Dank, Flux. In dieser Mixologie probiere ich jetzt herauszufinden, wie wir diese Säfte doch miteinander mixen können, damit wir eine Art Omni-Äther oder Omni-Saft erzeugen können. Ich glaube, dass diese Kristalle in dieser Höhle der Schlüssel dazu sind. Und ich glaube, irgendwo weiter runter... Irgendwo weiter runter in diesen Tunneln ist noch andere Sachen, aber da werde ich mich später mit beschäftigen. In welchem Tunnel ist der Feueräther versteckt? Der Feueräther? Du hörst eine knisternde Stimme aus dem Pellnight kommen, die das gefragt hat. Ist da noch jemand? Wo kam die Stimme her? Nein, hier ist keiner. Wieso, wo sind die Kristalle mit dem Feueräther? Ja, also der Feueräther ist meistens in den rot-orangen Kristallen drin. Etwa so einen? Und ich deute auf den hier. Ja, ganz genau. Der scheint eine ganz angenehme Ladung zu haben. Du könntest ihn auch vorsichtig anfassen. Wenn er warm ist, dann kannst du davon ausgehen, dass dort Feueräther drin ist. Würde ihn anfassen? Ist er warm? Sicher, man braucht richtig lange studieren, bis man das rausfindet. Fühle ich da eine Prise Sarkasmus? Ja. Weiß nicht. Muss man da auch Hand auflegen? Wird es dann warm oder kalt? Aus dem Chat, das übertriebene Benutzen des Wortes Altar macht aus dem Priester noch keinen Rapper, oh Gott. Mein Humor färbt ab. Es ist zu spät. ja, Caelan, der Kristall ist warm, wie ein Stein, der lange neben einem warmen Herd gelegen hat.
Dann würde ich mal mein Tinker-Werkzeug rausholen und mal einen großen Brocken davon versuchen abzuzwacken. In dem Moment, wo das passiert, gibt es ein und es gibt ein kurzes, im Schmieden nennt man das, glaube ich, Drachenfeuer, so ein kurzes Aufflammen von Feuer. Schnell genug, dass es dich nicht verbrennt, aber warm genug, dass du dich erschreckst und der Kristall landet entweder in deiner Hand oder fällt zu Boden, aber mit einem Mal ist er farblos. Nicht weiß, wie dieser Kristall dort, sondern eher so ein schmieriges, undurchsichtiges Grau, wie ein lange nicht geputztes Fenster. Die Wärme ist zwar noch da, aber sie verfliegt relativ schnell. Verdammt. Jalen, immer machst du alles kaputt. Mach's besser. Kellen, du solltest dir selber nicht zu sehr dafür die Schuld geben. Der Äther flieht sehr schnell, wenn die Kristalle nicht vorsichtig geöffnet werden. Vorsichtig geöffnet werden? Ja, ich befürchte, dass wir in dieser Höhle leider nicht die perfekten Voraussetzungen dafür haben. Ist das, man müsste sie ganz aus der Wand holen? Wahrscheinlich schon. Das würde so seine Zeit kosten. Zudem würden die Kristalle auch recht schwer sein. Man müsste also vielleicht irgendeine Art Transportsystem oder ähnliches anlegen und dann noch aus dem Brunnen rauskommen, durch den Zauberkreis. Also es wäre schon ein gewisses Unternehmen. Keine Sorge, übers Rauskommen brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Aha. Ein bisschen Verspannendes drin? Also, das ist halt, wie diese Kristalle hier funktionieren. Aber ihr seid sicherlich nicht hier hingekommen, weil ihr gerne mehr über diese Kristalle wissen wollt. Stimmt, wir wollten dich retten. Wir sind zum einen wegen dir hier. Und wo ist das Wisser? Wie bitte? Wo ist das Wisser hin? Der Boden ist komplett ausgetrocknet. Weißt du, wo das Wasser hin ist? Der Brunnen hatte Wasser? Ja, vorher. Du hast es nicht zufällig verdampft mit einem von deinen tollen, gigantischen, heißen Flammenbällen? Das ist ein sehr großes Kompliment, dass du meinst, dass meine Magie dazu imstande wäre. Aber nein, ich muss auch ehrlich sagen, ich komme nicht gerade aus der Gegend. Ich wusste nicht, dass hier viel Wasser vorher drin war. Verstehe. Zumindest deshalb. Fritz behauptet. Hast du denn schon die ganze Höhle erkundet? Oh nein, noch lange nicht. Ihr seht doch, wie viele Kristalle hier sind. Ich musste jeden einzelnen gut inspizieren, Skizzen machen, Dokumentation schreiben, meine Hypothese weiter verfeinern. Meine Güte, dann lasst uns weitergehen. Du kommst mit. Ja, hätte ich auch gesagt. Hör, ein bisschen langsam, meine Beine sind nicht mehr die jüngsten. Du kannst dich an Kräuter anschließen. Hier kommt man hier nicht weiter, oder? Ey! Hier, Flux, du musst dich hier an der Wand entlang schmiegen. Wenn ihr da vorne hingeht, seht ihr ein paar umgestürzte Säulen. Aber was noch wichtiger ist, ihr seht eine Treppe. Hier und da ist sie ein bisschen bröckelig. Das konnte man mit der Software, die ich habe, leider nicht darstellen. Da gibt es nur zwei Modi für Treppen. Entweder einigermaßen gut in Schuss oder ein absoluter Verschluss gegen alles, was gut und richtig ist. Deswegen stellt euch vor, dass sie leicht wittrig und bröckelig ist, aber ganz eindeutig weiter nach unten führt. Über einen ziemlich tiefen Abgrund. Spannung. Das ist ja faszinierend. Diese Säulen. Diese Treppe. Spannend ist der richtige Ausdruck. Ich habe wieder dieses gefährliche Glitzern in den Augen. Flux hat das Glitzern in den Augen, von dem ihr gelernt habt, dass es nicht gut ist. Oh, Kaelin findet es nicht so schlimm. Spielleiter Weber. Ja. Entschuldigung, ich muss kurz aus meiner Charakterstimme rauskommen. Entschuldigung. ich würde gern Archies Flash of Insight verwenden. Okay. Das kann ich verwenden, wenn ich einen Check mache, um etwas zu untersuchen. Mhm. Entweder eine Kreatur, ein Item oder einen Ort. Ja. Und wenn ich dann mindestens eine 13 rolle, dann darf ich dir extra Fragen dazu stellen.
Also ich müsste jetzt erstmal einen Study-Check machen. Das ist, glaube ich, ein Insight-Insight, wenn ich richtig da habe. Genau, da kannst du im Charakterbogen auf Roll-Check klicken. Dann hast du ja, da... Ja, genau. Genau, dann will ich da beides Insight. Ich denk aber dran, dass falls du, da das ja eine Lore-Master-Fähigkeit ist, falls du Focused hast, dass du da noch Boni drauf kriegst. Ey, das ist wahr. Ich habe Focused, ja. Ich auch, deswegen dachte ich mir. Super. Ich habe 2 Level in Focus, also kriege ich da noch ein +2 drauf. Das ist noch immer nur eine 11. Also ja, ich habe da leider noch. Du hast ja auch noch Fabula-Punkte, theoretisch. Ich habe ja auch noch Fabula-Punkte. Da würde ich gerne einen von ausgeben und dann darf ich einen der beiden Würfel neu würfeln, ne? Oder darf ich den ganzen Wurf neu machen? Kannst du glaube ich, den Wurf einfach +3 geben, oder? Hä? Nein? Ah, nee, ich verwechsel das, sorry. Ja. Yep, also du kannst, glaube ich, beides neu würfeln, aber du musst es irgendwie begründen mit etwas aus deinem Charakterbogen, also mit deiner Identity, mit deinem Theme oder mit deinem Origin. Also ich bin ein Forscher in Rente und das hier ist ein ziemlich niedriger Wurf für jemanden, der sein ganzes Leben lang Sachen untersucht hat. Ja. Und daher würde ich ja gerne Fabler Point ausgeben, um da neu zu würfeln. Alles klar, dann bitte. Den ganzen Wurf neu? Warte, ich schaue gerade noch mal. Ich bin mir gerade selber unsicher, ehrlich gesagt. Warte mal. Gar kein Problem. Ich glaube, du kannst es dir aussuchen. Fabula Points. X. Invoking a trait to reroll dice. To invoke one of the traits. One or both dice and roll them again. Oh, ich nehme beide. Ich meine, das sind beides D10. Die sind beide recht niedrig. Ja. Das geht besser. Also, Inside. Ich habe den Fabula-Punkt ausgegeben und es kommt... Boah, weniger. Ja, man glaubt es nicht. Ja, das auch noch mit meinem Bonus wäre das noch immer eine 10. Also ich gehe davon aus, das ist einfach so ein Thema, man sieht, wie Archie sich so komplett kaputt starrt auf eine dieser Säulen, die hier liegen. Und seine buschigen Augenbrauen sind so ganz zusammengezogen und ist richtig versunken in Gedanken. Aber kann sich das hier nicht zusammenreimen? Ja, hey, das hat nicht Ähnlichkeit mit irgendwas, was du schon mal gesehen hast. Oder vielleicht, na, das Alter ist ein Hobel auf dem Spanblock des Gedächtnisses. Vielleicht wusstest du es mal. Welch ein schöner Satz. Hey, buschige Augenbraue, komm. Ein Moment. Und während er zum Rest der Gruppe läuft, macht er sich noch schnell eine Notiz in seinem gigantischen Folianten, wirft noch einen letzten Blick hier drauf und kommt dann auch die Treppe langsam runter. Okay. Ich hätte auch ein Anliegen, Herr GM. Ja. In der Höhle, wenn wir unterwegs sind und jetzt hier bei den Säulen und so, sehe ich irgendwo die Anzeichen von Pflanzenwachstum in irgendeiner Form. Es siehst hier überall Wasser. Du siehst ein paar Pilze, aber Pilze sind keine Pflanzen, aber du siehst einige Algen. Wahrscheinlich Überreste davon, wo es hier noch eine Menge Wasser gab. Ich würde die mal ganz kurz ansprechen. Jetzt ohne das großartig auszuspielen, damit es nicht so viel Zeit frisst. Einfach nur fragen, ob sie das Wasser vermissen, ob die gerade Probleme haben und ob sie wissen, ob hier was Großes herumläuft. Was Großes, Schweres. Oh nein, uns geht's gut. Wir sind schon lange hier. Manchmal ist das Wasser hier und manchmal nicht. Aber es ist genug Wasser in den Wänden, dass wir eine Weile überleben können. Aber Großes ist hier schon lange nicht mehr. Ihr seid ein bisschen zu spät. Das beruhigt mich, vielen Dank. Dann schließe ich mich auch wieder der Gruppe an mit dem Gewissen, dass was auch, wo auch immer Flux hinläuft, dass da nichts Großes Gefährliches ist, dass ich aufschrecken könnte. Von dem die Algen wissen. Ich verlasse mich einfach darauf. Willst du etwas sagen, dass die Algen nicht allwissend sein könnten? Ja, aber sie sind allquissend. Naja, die haben auch viel Allgemeinwissen. Oh. Die haben studiert im Allgäu. Warum sind diese Panzer eigentlich so allgegenwärtig? Jedenfalls. Ich liebe euch, aber halt die Schnauzer. Im Allgemeinen oder jetzt gerade? Im Allgemeinen. Großartig. Ja, die Treppe, die hier runtergeht, die ist 2 Dinge. Erstens ist sie abschüssig und zweitens ist sie lang. Ihr fangt vielleicht irgendwann mal an, die Treppenstufen zu zählen, aber hört bei 1237 irgendwann dann auch mal auf. Und vor allen Dingen wird es ungeheuer zugig. Zugig.
Zugig. Unter die Erde bist du Zugig. Okay, ist klar, ja. Yep. Irgendwie habt ihr das Gefühl, dass ihr einen großen Luftschacht entlang lauft. Also es wird herumgewirbelt, Fluxhaare gehen durcheinander, Archies Bart, Kalens Cape, Kräuter muss wahrscheinlich seinen Hut festhalten. Cool, kann man sich dagegen lehnen? So stark ist der Wind jetzt auch wieder nicht, aber Flux, du siehst auf jeden Fall, du könntest dich jetzt irgendwo hinstellen und dramatisch deklamieren und deine Haare würden so also richtig den Effekt noch unterstreichen. Ich stelle mir gerade ehrlich gesagt eher vor, wie Flux das so runtergesprungen ist. So 1, 2, 3, 4, 956, 900. Ich hab, wir müssen noch hoch. Hab mich verzählt. Wissen wir, ob die Windhose in dem Fall natürlich ist oder ist hier irgendwas unnatürlich? Das wäre, würde ich sagen, wieder ein Double Insight. Kann ich den auch mal. Ich kann auch anders. Flux, du kannst den anders auch dieses Mal machen. Ich kann doch einfach beide machen. Wollte gerade sagen. Geht um. Welche Schwierigkeit? Schwierigkeit, würde ich sagen, ist eine 10. Das ist jetzt nicht so schwer. Dann schauen wir mal. Flux ist abgelenkt. Ah, Archie. Das wäre jetzt. Unterirdische Hülle mit Belüftung. Gleich kommt ein böser Zauberer mit Labor und mindestens 3x im Namen, aber mindestens 3x. Okay, Archie, jetzt darfst du mir aber Fragen stellen. Ja, ganz genau. Also, das wäre jetzt insgesamt mit meinem Bonus auch eine 15 hier drauf. Das heißt, mit Flash of Insight, den hast du, glaube ich, auf 2. Das heißt, du darfst mir 2 Fragen stellen. Erstmal das Allgemeine. Das hier ist generell ein Schacht, der begünstigt natürlich, dass da Luft durchfließt. Aber irgendwo ist es dafür doch ein bisschen zu stark. Vor allem, wenn man die Größe und Tiefe dieses Schachtes bedenkt. Da wird irgendwo nachgeholfen. Kenne ich oder könnte ich mir eine Art von Person oder Zauberer, Experte etc. vorstellen, die diese Art von Effekten machen können und so, und wenn ja, was wüsste ich über so einen Zauberer, Magier, Person? Also, da hier seit langer Zeit niemand mehr gewesen sein muss, muss das irgendeine Form von Apparatur sein. Du hast in deiner Zeit, wo du noch, ich sag mal, berufstätig warst und auch darüber hinaus häufiger mal von alten magischen Zivilisationen gelesen und sogar selbst einige geborgen. Die hatten durchaus Gerätschaften, die solche Dinge bewerkstelligen könnten. Eine gängige Theorie ist, dass sie kalte Luft erzeugt haben, um auch im Sommer angenehme Temperaturen zu haben. Eine wahrlich wunderbare Technologie. Ich würde mich, während wir da den Schacht runtergehen, würde ich dann auch zur Gruppe sagen, ich vermute, dass dies ein von Ursprung aus alte Maschinerie ist, die diesen Wirbel hier erzeugt, zur Abkühlung unserer Umgebung. Sehr angenehm, vor allem in wärmeren Temperaturen. Mir ist unklar, warum wir das hier mitten in einer Höhle haben würden. Willst du gerade sagen, wir haben eine Klimaanlage? Ich glaube, in manchen der alten Texte haben in der Tat unsere Vorfahren dies als Klimaanlage beschrieben, genau. Interessant. Wahrscheinlich auf Basis von Eisenäther. Dann ist das kein großes, böses Monster? Nein, nicht unbedingt. Ah, dann bin ich aber beruhigt. Ja, gibt es böse Maschinen? Naja, der Perl 9000 zum Beispiel. Ja, ich wollte gerade sagen, auf die Frage, gibt es böse Maschinen, hörst du in deinem Hinterkopf eine Stimme? Höhnische Bemerkung Nummer 28. Deine Mutter. Okay. Flux ist manchmal nicht so schnell. Flux ist stolz, wenn sie einen Tag verbringen kann, ohne nachzudenken. Ja, nachdenken ist für Spießer. Und ich erwähne, dass mein Charakter Loremaster ist. Ja, manchmal ist sie vielleicht auch ein bisschen spießig. Ja, nachdem ihr dann noch eine ganze Weile diese Treppe runtergegangen seid, eure Beine schmerzen, aber der Anblick, der sich euch jetzt bietet, entschädigt vielleicht sogar ein bisschen dafür. Es ist nicht voller Kristalle oder dergleichen, was ihr seht, aber es ist eine sehr große Halle. Pelnite, du hattest ja schon mal dieses Gefühl von tiefer Trauer und das hast du jetzt wieder, aber es ist irgendwie anders.
Wenn du irgendwie menschliche Erinnerungen hättest, würdest du das vielleicht damit vergleichen, dass du deine alte Schule, mit der du viele schöne Erinnerungen hast, wieder siehst. Es ist ein irgendwie nostalgischer Anblick, ohne dass du wirklich sagen könntest, warum. Es ist eine riesige Halle mit rippenförmigen Deckenbögen, die ihr fast nicht sehen könnt. Es muss ja mal ein prächtiger Anblick gewesen sein, aber Zeit, Motten und geologische Gegebenheiten haben Löcher in den Teppich gefressen, Säulen umgeworfen, die Wände zum Einsturz gebracht. Und ganz am Ende dieses Raumes seht ihr einen mächtigen Torbogen, vor dem eine große metallene Tür ist. Ich habe wieder keine Sicht. Ah, Sekunde. Sekunde was? Ich glaube, Flux kommentiert nebenbei die lange Treppe mit so einem: Oh, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, dieser Fritz, der ist hier auch schon mal runter und wieder hoch und wieder runter und wieder hoch. Jeden Tag mindestens und zweimal. Und wieder hoch. Ja, aber den waren. Wer hat denn hier eher die Gefühle? Denn der Pale Knight oder die Flamme? Ich würde sagen, die Flamme. Irgendetwas ist hier warm und erinnert mich an früher. Okay. An früher. Was? Hey, aber alles so umsieht. Hier ist irgendwas Blaues an der Tür. Du zerstörst gerade den emotionalen Moment des Paradise, Kaelin. Was? Wie bitte? Warte, warte mal 5 Sekunden. Was ist los? Pal? Hey, warst du schon mal hier? Erinnerst du dich? Hier war ich noch nicht. Was Archie jetzt sieht, ist, dass eine Flamme aus dem Gitter des Pale Knights vorne herauskommt und scheinbar ein Gesicht zu haben scheint. Für Archie wahrscheinlich sehr interessant, weil die Flamme scheinbar aus Feueräther besteht. Und die Flamme spricht mit euch. Also irgendwie habe ich das Gefühl, als hätte ich so etwas hier schon mal früher gesehen. Wahrscheinlich in einem besseren Zustand. Aber irgendwie kommt es mir bekannt vor. Kann man die Säulen oder sonst wie irgendwelche der kaputten ehemaligen architektonischen Meisterwerke da irgendwie zuordnen? Von der Epoche, von woher es kommt, irgendwie sowas? Das wäre Double Insight, würde ich sagen. Also eine Study Action effektiv. Schwierigkeit? Schwierigkeit 12. Heute ist echt nicht mein Tag. Ich würde gerne. Archie wäre in dem Fall ist zurzeit sehr zu fasziniert von der Flamme, die aus Pale Knight kommt. Verständlich. Aber Pale Knight würde es tatsächlich gerne mal probieren. Ja, Flux kann natürlich rerollen, wenn sie will. Okay. Ich überlege gerade, ich müsste Identity Theme Origin evoke, ne? Einen Bond kann ich da nicht irgendwie drauf klatschen, oder? Nee, ich fürchte nicht. Also vielleicht die Loyalty gegenüber dem Pale Knight, weil du ihm helfen willst, weil er das ja anscheinend irgendwie kennt, vielleicht willst du ihm helfen zu verstehen. Du könntest einen Fabula Point ausgeben, um einen Bond zu evoken, damit du einen Bonus kriegst, der gleich an deiner Bond Strength ist. Das stimmt. Ja, das reicht aber nicht. Nee, ich könnte sicherlich anfangen, irgendwie rumzurudern, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass keins von den drei Dingern jetzt perfekt passt. Okay. Ich könnte Schatzjäger vielleicht noch irgendwie erklären, aber nee. Könnte der Pale Knight eventuell mit seinem Origin Leonsdale einen Fabula Point ausgeben zum Reroll? Ja, das würde ich gestatten.
würde ich einen der Würfel wiederholen. Ja, da habe ich die 12 und das ist ein Crit. Oha. Ja, was willst du für eine Opportunity? Mr. Kill. Mr. Kill, plus Twist. Und der Sitz steht dann da und ist so, jo, ich habe auch keine Ahnung. Nie gesehen. Ciao. Ich denke, ich hätte gerne eine wichtige Information oder ein Detail. Als Opportunity. Du erinnerst dich auf eine gewisse Art und Weise daran, du hast das hier schon mal gesehen, aber nicht in Person. Du erinnerst dich daran, über einen Plan gestützt zu sein und dir das anzugucken. Und du erinnerst dich an einige Sätze. Einer dieser Sätze lautet, es ist unsere einzige Hoffnung. Ein anderer lautet, das ist vollkommen wahnsinnig. Wir stecken den Kopf in den Sand. Und wieder ein anderer Satz ist, wir haben keine Zeit. Würde das so weitergeben, wie die Flamme sich fühlt in dem Fall. Und ihr bemerkt auch, dass die Flamme irgendwie sich in alle drei Stimmen reinfühlen kann. Als würde sie mehrere Stimmen quasi in sich vereinen. Oh, du könntest ein Theater aufmachen. Klingt bisschen ominös. Pellnight, hast du irgendeine Ahnung, wie alt du bist? Nun, die genaue Zahl kann ich dir nicht nennen, aber der Knight selbst ist die Palastarmee Leondales. Und wenn du einordnen kannst, wann Leonsdale seine Hochzeit hatte, dann kannst du wahrscheinlich auch einordnen, wie alt der Pearl Knight ist. Könnte ich das versuchen, das einzuordnen? Ja, das wäre ein Double Insight, aber gegen die 15, weil das ist sehr obskures Wissen. Wow, okay. Wollen wir mal schauen, ob wir das hier gebacken bekommen? Moment, warte. Wenn wir jetzt wirklich große Überlegungen anstellen, ich wirbel mal kurz mit dem Löffel. Und gut, ich weiß nicht, ob meine MP dafür noch ausreichen. Ich würde gerne einmal die Divination zaubern, dass ich die beiden Trigger kriege für die Szene. Das geht noch. Ich sichere uns jetzt, wenn wir die ganze Überlegung anstellen, sichere ich uns mal das Schicksal auf unsere Seite. Alles klar, Sekunde. Ja. Ich caste nochmal den Divination, damit wir es auch im Chat haben. Ups. Doch, man sollte es auch public machen. So. Okay. Dann wollen wir mal rollen. Ich habe da einen plus 2 Bonus drauf. Und die Difficulty ist 15. Genau. Okay, Insight. Mal schauen, was wir da hinkriegen. Eieiei. Mit 3 eine 4. Sagt Kräuter da, so ist es nicht passiert. So ist es nicht passiert. Ja, dann. Machen wir nochmal. Genau. Ja, du darfst wiederholen für gratis. Super. Versuch Nummer 2. Ah, näher dran, aber no cigar. Nee. Was versucht man gerade zu machen? Auch mit dem plus 2 nicht? Nee, auch der plus. Ich habe den Modifier schon mit reingerechnet. Ich will das nochmal forcen. Also einmal könntest du noch. Für Flux, er versucht gerade, sich an Infos über Leonsdale zu erinnern. So, okay. Es geht um den Pearl Knight. Also, das ist, glaube ich, wichtig. Ich könnte noch einmal versuchen, weil wir noch einen Divination laufen haben, ne? Genau. Ja, ich trigger den zweiten auch.
Super. Nein, nein, so ist es auch nicht passiert. Jetzt aber bitte. Oh, das Jawohl. Ist exakt eine 15. Exakt eine 15. Ja. Du erinnerst dich. Ich habe meinen ganzen Power verbraucht, damit du das Mindeste erledigst. Na, du zermarterst dir den Kopf, immer wieder willst du sagen, dass du keine Ahnung hast, aber immer hörst du so eine nagende Stimme in deinem Kopf, nein, so ist das nicht passiert, und dann schließlich fällt es dir ein, du warst noch richtig jung, als du das gelesen hast. Na, du hattest noch volle Haare, keinen Bart, die ganze Welt lag dir zu Füßen, du hast noch nicht so ganz realisiert, dass du irgendwann sterben wirst, und da hast du in einem uralten Buch in der hintersten Ecke der Bibliothek von Leonsdale gelesen, was eins der am höchsten entwickelten Königreiche auf der ganzen Welt gewesen sein soll. Manche sagen, dass Alexandrina, die Hauptstadt des Kontinents der Könige, sich direkt auf Leonsdale zurückverfolgen kann. Leonsdale muss vor Urzeiten existiert haben, vor Tausenden von Jahren. Aber angeblich waren sie unglaublich fortgeschritten. Aber Leonsdale soll bei einer riesigen Flut untergegangen sein, was allerdings nach deinem Wissen keinen Sinn macht, denn da, wo die Archäologen Leonsdale vermuten, in den Blauen Bergen nämlich, gab es seit Tausenden von Jahren keine ozeanische Aktivität. Das Ganze ist hochgradig mysteriös. Pearlknight, die Leonsdale ist ein unglaublich altes Reich, das in der weiten Ferne unserer Geschichte existierte. Und du hast Erinnerungen daran? Die Flamme funkelt dich an. Nun ja, sagen wir es mal so. Ich habe meine Existenz begonnen, als Leonsdale unterging. Der Pearlknight selbst ist älter. Faszinierend. Aber die Erinnerungen sind nicht mehr akkurat oder komplett. Verstehe ich das richtig? Nun, sagen wir es mal so, wenn du, wie du jetzt schon sagst, 1000 Jahre auf Sparflamme lebst, entschuldige den Witz, dann vergisst du bestimmt so einiges. Doch dieser Ort hier bringt Erinnerungen zurück. Mehr wie Gefühle statt Erinnerungen. Was vielleicht noch wichtiger ist als die Erinnerung. Ich bin hier hingekommen, um Kristalle zu untersuchen. Und finde dann mit euch zusammen ein viel interessanteres Mysterium. Ich gehe davon aus, dass ihr auch mehr wissen wollt, mehr lernen wollt hier über diesen mysteriösen Ort? Ich bin ganz heiß darauf. Und der Rest unseres illustren Bundes? Ich wäre auch nicht ganz abgeneigt davon. Flux vibriert förmlich. Leonsdale. Flux wird sich jetzt. Ja, also durch diesen Raum zu laufen, ist wie durch das riesige Skelett eines Wals zu laufen. Ganz am Ende dieses Raumes, Flux, siehst du eine Tür, die aus kaltem, glatten Metall besteht. So eine Art von Metall hast du noch nie gesehen. Es erinnert dich ein bisschen an einen Schild, nur dass Schilde nicht so glatt sind, nicht so perfekt schließen. Und vor allem an der einen Seite ist ein schwaches, blaues Leuchten. Du kannst nicht genau sagen, woran es dich erinnert, aber es wirkt fremdartig. Irgendwie nicht so wie irgendetwas, was du schon mal gesehen hast. Es ist ein bisschen wie eine Kerze, aber das Licht ist kalt. Bist du sicher, dass ich das noch nie gesehen habe? Kann es sein, dass ich schon mal sowas hatte und es dann an so einen komischen Typen namens Mr. Kill abdrücken musste? Nee, das ist anders. Also die Farbe ist ähnlich, aber das, was du an Mr. Kill abdrücken musstest, diese mysteriöse Kugel, hatte irgendwie, wie soll ich das beschreiben? Sie hat sich wie das Gegenteil von Magie angefühlt. Nicht wie die Abwesenheit von Magie, also mit anderen Worten nicht wie ein Vakuum, sondern eher als wäre die ganze Atemluft mit einem Mal durch ein sehr viel leichteres Gas ersetzt worden, beispielsweise durch Helium. Von diesem Licht hier geht nichts dergleichen aus. Es ist nicht warm, es ist nicht kalt.
Es kommt hinter etwas hervor, was ein bisschen so wirkt wie Glas, aber wenn du mit dem Finger dagegen gehst, hat es eher die Konsistenz von sehr festem Gummi. Als du da drauf drückst, gibt es... drückst du da drauf? Ich frag mal so. Also ich traue es Flux zu. Ja, natürlich. Dann gibt es ein Piepen und einige Zeichen erscheinen darauf, die du allerdings, wage ich mal zu behaupten, nicht entziffern kannst. Ich weiß nicht, ich will es probieren. Ja, dann gib mir mal Insight gegen die 18, bitte. 18? Wow. Das können wir nicht schaffen, glaube ich. Doch, das können wir schaffen. Natürlich können wir das schaffen. Crit. Können wir das schaffen? Also sicherlich nicht. Ich möchte gerne einen Fabel auf den Jaws geben. Okay, welche? Weil das ist Schatzjäger. Du meinst, dass du dieses, das ist ein geheimer Code. Da muss ja ein Schatz sein. Da muss ja ein Schatz sein. Ja. No? Gestatte ich. Kann ich das einfach nochmal rollen? Oder ich roll einfach nochmal so. Wenn du einen Rechtsklick drauf machst, kannst du es invoken und dann. Ah, nee, du guckst dir das an, aber du wirst aus diesen Zeichen nicht schlau. Alles, was du siehst, ist, dass dort anscheinend verschiedene Elemente sind, die jeweils aus 8 Strichen bestehen und diese Zeichen werden aus diesen 8 Strichen gebildet. Ein ziemlich cleveres System. Aber was es dir sagen soll, da bist du dir nicht ganz sicher. Kann jemand das lesen? Ich bin gerade versucht, per Anhalt durch die Galaxis zu zitieren, wo es eine Szene gibt, wo jemand einen Knopf drückt und dann erscheint eine Meldung. Bitte drücken Sie diesen Knopf nicht noch einmal. Ich würde meinen Blick drauf werfen, mein Glück versuchen. Ja, Double Insight. Ich dachte jetzt mehr so an Archibald. Nee. Ja, Pell Knight scheint hierher zu kommen, mehr oder weniger. Vielleicht ist es gnomisch. Nee, Flux. Nee, Kellen, du hast keinen Plan, was da steht. Pell Knight, vielleicht kannst du das interpretieren. Ja. Pell Knight tritt nach vorne, berechne und wird halt auch mal Inside, aber bei einer 18 gebe ich mir da keine Chance. Nee, nein. Auch deine Schaltkreise spucken kein Ergebnis aus. Negativ. Na gut, ich werde mal kurz nachschlagen, ob ich da verstehe, was da steht. Moment, ich habe ein Referenzdokument und er blättert in seinem großen Folianten und ich mache dann auch mal einen Insight plus Insight. Genau, gegen die 18, du kriegst plus 2. Plus 2 gegen die 18, Insight. Also ich müsste schon ich habe 2 D10 hier drauf. Das sollte mit ein bisschen... So knapp. Oh, so knapp vorbei. So hättest du jetzt bei deiner vorherigen Opportunity einen Bond aufgebaut zu irgendjemandem, dann müsstest du jetzt nur hart genug bullshitten, um dir noch einen Punkt zu geben. Aber ich kann auch einen Fabler-Punkt aufgeben, um nur einen der beiden neu zu würfeln. Das könntest du. Du könntest die 6 nochmal neu würfeln. Dann könnte ich die 6 neu würfeln. Im Chat einfach einen Rechtsklick auf einen von den Würfeln, dann kannst du Invoke Trade oder Reroll machen. Ja, Invoke Trade oder Reroll. Ach, Fabler ist so praktisch. Möchte. Los geht's, komm! Ist eine 2 draus geworden. Du hast das Gefühl, du bist kurz davor. Du kannst auch. Tatsächlich kannst du ein Wort entziffern. Das Wort heißt bitte. Aber der Rest danach. Also, es heißt bitte. Melon. Da steht wahrscheinlich wirklich, bitte drücken Sie diesen Knopf nicht noch einmal. Bitte. Bitte sehr. Bitte schön. Bitte ein Bit. Meinst du, das ist eine Werbetafel? Naja, man weiß ja nie mit solchen alten Zivilisationen, aber nein, dieses Gerät kann ich auch nicht bedienen. Können wir die Tür nicht einfach öffnen? Ist sie vielleicht nicht schon offen? Was wäre es jetzt? Also, da steht ich stand schon. Schließen Sie die Tür. Ich stand schon einmal vor meiner eigenen Haustür und dachte, dass ich die abgeschlossen hätte. Aber 5 Minuten später habe ich entdeckt, dass sie gar nicht abgeschlossen war.
Ja, leider ist diese Tür absolut fest verschlossen. Schade. Herr DM, hat diese Tür, wenn ich jetzt auch mal näher rangehe und mal schaue, hat die vielleicht irgendwo Spaltenlücken, Risse oder irgendwas, wo vielleicht ein kleines Tier durch könnte? Wenn du diese untersuchst, nein, diese Tür ist vollständig glatt, zeigt keinerlei Ritzen oder dergleichen. Aber ihr hört etwas. Ihr hört ein metallenes Schnarren. Und dann hört ihr mit einem Mal eine etwas fremdartige Stimme. Verteidigungsmaßnahmen eingeleitet. Fehler, kritischer Fehler. Aber anscheinend wirken die Verteidigungsmaßnahmen noch, denn zwischen den Ruinen kommen einige Schwerter hervor, die auf euch zuschweben. Diese Schwerter haben ihre besten Tage ganz offensichtlich schon hinter sich. Sie zucken ein bisschen, verlieren an Höhe und reißen sich dann schlagartig wieder hoch, wie ein Autofahrer, der mitten bei 120 auf der Autobahn merkt, dass er in den Sekundenschlaf verfällt. Aber sie wirken immer noch scharf. Und die Tatsache, dass sie voller Rost sind, fügt euch, glaube ich, kein Vertrauen zu, dass ihr von denen verletzt werden wollt. Ich darf um Initiative bitten. Oh nein. Keine Sorge, Kräuter. Das sind keine Tiere. Ziemlich sicher nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Ich verweise auf den Rosteffekt. Ich bin sehr glücklich mit dem. Während Initiative gewürfelt wird, ich habe eine Loremaster-Ability, die ich am Anfang von einem Konflikt verwenden darf, Quick Assessment. Ja. Da habe ich nur ein Level drin, also ich kann nur 5 Mindpoints dafür ausgeben. Mhm. Aber dann darf ich für eine Creature, darf ich auswählen, dass du mir entweder einen Trait nennst oder ich nenne einen Damage-Type und du als GM sagst mir, was die Affinity ist, also ob die resistant ist, schwach ist oder ähnliches. Ja. Und ich würde gerne, während wir hier schön Initiative würfeln, nachdem ich meine 5 MP dafür aufgegeben habe, ich würde gerne von diesen rostigen Richtschwertern wissen, wie ist deren Affinität zu Feuer? Gegen Feuer ist ihre Affinität normal. Normal, okay, super. Dann wunderbar. Wie viel habt ihr insgesamt? Ah, haben noch nicht da. Hab noch gewartet. Eine 13. Dann dürft ihr tatsächlich anfangen. Der Pell Knight würde gerne wieder zuerst, und zwar eine Guard-Action auf Kräuter. Vielen Dank. Dann haben wir das erste rostige Richtschwert. Das wird sich einmal um die eigene Achse drehen und versuchen, Archie zu rammen mit seinem Angriff Rostige Rammer. Oder auch Rostrammer. Oh ja, meine Defense ist 7, also. Der Pell Knight springt dazwischen. Und macht ein Protect. Ah. Yep. Das geht gegen die Magical Defense. Also ich glaube, das trifft dich. Das trifft dich. Das ist auch ein Crit. Yep. Das bedeutet, das rostige Richtschwert verliert ein bisschen Roststaub. Der rieselt euch allen so ein bisschen in die Augen. Das nächste rostige Richtschwert hat einen Bonus von +4 und der Pell Knight wird richtig erwischt. Diese Klinge ist immer noch scharf, obwohl von Rost zerfressen. Du nimmst 17 Physical. Minus 3 wegen meinem Guardian Defensive Mastery und dann nur die Hälfte wegen Guard. Jupp, dann müssten das 7 sein. Wow. Ja. Wow. Okay, das macht einen riesen Unterschied schon. Yep. Dann seid ihr dran. Wer gern als nächstes Kalen würde seinen Katana ziehen. Archie, du würdest sehen, wie er so ein eisig aussehendes türkises Katana, ein wunderschön geschliffenes Ding mit Insignien auf der Klinge verteilt, auszieht und sich auch schützend vor Flux stellt. Und ich würde auch die Guard-Action nutzen. Ein echter Kavalier. Dann. You studied the blade.
Dann haben wir ein rostiges Richtschwert. Das wird ebenfalls versuchen, Kaelin mit einer Rostramme zu erwischen. Das ist eine 12. Die trifft. Das sind dann 16 Physical für dich. Als dieses Schwert dich mit seiner überraschend scharfen Klinge erwischt, du merkst außerdem, durch den Rost haben wir da lauter kleine Zacken drin, die das Ganze nicht gerade angenehmer gestalten. Damit seid ihr wieder dran. Ich glaube, erstmal darf Kaelin, glaube ich, seine Emo-Fähigkeit starten. Ja. Wollte ich auch gerade noch Leber ausreden lassen. Und zwar, ich würde wieder Painful Lesson aktivieren und meine Study Action machen. Dann bitte. Eine 12. Das rostige Richtschwert ist immun gegen Poison Damage und es hat die Eigenschaft zerbrechlich. Okay. Sagst du mir auch ingame-technisch, was das heißt? Nee, es ist einfach nur zerbrechlich. Okay, es ist einfach nur zerbrechlich, gut. Würde ich so auch an die Gruppe weitergeben. Hey. Wenn es in Ordnung ist, würde Archie dann als nächstes rangehen und erstmal wieder dafür sorgen, dass auf jeden Fall über eine Barrier-Spell sich neue schützende Magie um Kräuter, Flux und Kaelin sammelt und eure Defense sowieso mindestens 12 ist für den Rest dieses Kampfes. Hervorragend. Und ich 15 MP dafür ausgebe. Und das wäre dann auch mein Zug. Alles klar, dann haben wir das letzte rostige Richtschwert und das wird versuchen, noch einmal Archie zu rammen. Ja, komm schon, komm, versuch mal. Gegen die Magical Defense eine 14. Das trifft, meine Magical Defense ist 12. Ja, dann nimmst du 16 Physical, als das Ding sich einmal so eine in dich reinrammt. Rost fällt ab, du kriegst Rost in die Augen. Uff. Das ist ja sehr unangenehm. Und damit haben wir eine neue... Nee, wir haben noch keine neue Runde. Nee. Wir haben noch Flux und Kräuter. Ich würde gerne den Schutz von Perl wieder ausnutzen und dann einmal so kurz die Fingerpistolen auf die zwei oberen Chrono-Trigger. Das müssen die MP, glaube ich, noch hergeben. Kostet 10. Jupp, das geben die gerade so noch her. Dann bist du aber auch langsam am Ende mit deiner magischen Kraft. Aber damit bewegen die beiden sich jetzt deutlich langsamer. Was nicht dafür sorgt, dass sie eleganter schweben oder so. Sie schweben immer noch genauso clumsy wie vorher, jetzt nur langsamer. Ich habe eine Frage. Ich habe jetzt sowohl bei Kaelin als auch bei Archie kurz dieses Crisis-Ausrufezeichen aufblinken sehen. Ihr seid aber beide noch nicht in Crisis, ne? Nein, nein. Ich habe mich nur vertippt. Gleich okay, bei dir. Okay. Tippfehler. Okay, erst klar. Hab ich nur Fragen. Okay. wie kaputt, also wie mitgenommen seht ihr aus? Also auf einer Skala von 0 bis 40 bin ich auf 24. Oddly specific. Ungefähr. Kaelin scheint sich ein bisschen die Schulter zu halten, aber ihm scheint es doch relativ gut zu gehen. Du kannst es bei ihm mittlerweile relativ gut abschätzen, dass sobald er aggressiver wird und weniger taktisch wird, dass er dann auch immer mehr, es ihm auch immer schlechter geht. Okay, aber Archie ist ja quasi fast ein Verbündeter sozusagen, insbesondere von Flux. Dementsprechend würde sie gerne Unicorn Dance einsetzen zuerst. Das heißt, sowohl Flux als auch Archie heilen 8 HP, immerhin nicht viel, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Mühsam ernährt sich das Einhörnchen. Und dann möchte sie gerne auf das obere rostige Richtschwert schießen. Dann schieß mal. Ja, da trifft. Du schießt und du triffst das Ding genau am Heft und mit einem hellen Klirren zerspringt es. Das ist die Eigenschaft von zerbrechlich. Wenn es über einen gewissen Teil seiner maximalen HP als Schaden nimmt, stirbt es sofort. Ja, nehme ich.
Also schon vor Flux tanzt so ein bisschen, so Macarena-mäßig, zieht dann auf einmal eine Knarre und schießt und das Richtschwert zerspringt einfach. Ja, das muss man nur mit dem richtigen, mit Musik geht alles besser und so. Das stimmt wohl. Okay, dann eine neue Runde. Wer will anfangen? Ich würde gerne dieses Mal anfangen. Ich will das nochmal versuchen. Aber dieses Mal möchte ich gerne vorher mich kurz überlegen. Die sind slow, ne? Hast du gesagt? Ja, yep, die sind beide slow. Das eine in der Mitte. Ja, das eine ist slow, oder? Das andere, das slow war, ist jetzt ein klein wenig tot. Ja. Ja, dann möchte ich gerne. Sie wird sich weiter bewegen. Allerdings wird die Bewegung von sehr viel harmonischer zu sehr viel aggressiver übergehen. Ich möchte gerne Banshee Dance auf den oberen schmeißen. Das heißt, der ist jetzt nicht nur langsam, also der ist jetzt nicht nur slow, sondern auch shaken. Mhm. Aber dann möchte ich auf den unteren schießen. Alles klar. Dieses Symbol für Shaken bricht mir jedes Mal das Herz. Das ist so dieses. Es ist so. I'm just a little goblin. Ja, aber tja, kann man nichts machen. I'm just a little Rechtschwert. Ja, du tanzt diesmal deutlich aggressiver, Flux moscht und zerschießt das zweite Rechtschwert. Dann haben wir das Rechtschwert. Das wird versuchen, Kaelin anzugreifen. Diesmal mit einem normalen Angriff gegen die Verteidigung mit einer 10. Ja, endlich. Das Schwert pariert er mit seinem eigenen. Der Barriere sei Dank. Dann seid ihr dran. Kaelin, willst du gleich noch einen raushauen? Ja, würde ich machen. Aus der defensiven Bewegung folgt gleich ein Rückhandhieb. Und das geht gegen MP, ne? Yep. Ja, und du schneidest es, das ist jetzt wie in Final Fantasy, wenn man Odin beschwört. Man sieht, der Bildschirm wird so kurz schwarz, man sieht diesen silbernen Zing und das Richtschwert geht in zwei Teilen zu Boden. Kaelin nutzt noch den letzten Schwung aus seiner Attacke und lässt mit dem Schwung seine Waffe wieder in der Scheide verschwinden. Famos, famos, gute Arbeit, alle. Wahrlich, es ist schon eine Weile her, dass ich solch spannende Kämpfe erlebt habe. Die Überlebenden von Leonsdale sind geschützt. Ja, das sind sie. Ich fühle mich aber ein bisschen matt. Ich glaube, ich habe keine Zauberkräfte mehr in mir. Erwartet bitte nicht mehr zu viel von mir. Hat jemand noch genug Inventory Points für ein Zelt vielleicht? Ja, ich habe gerade noch genug für ein Zelt. So, ich habe noch die vollen 6 und ich meine, du kannst sie natürlich auch gerne ausgeben. Ihr könnt gut den Gastspieler dafür verwenden, um euch ein paar Inventory Points zu geben. Ich glaube, Archie ist auch so derjenige so von wegen, ja, ihr wisst ja, wie das ist mit dem Alter. Ich habe hier die aufblasbare Matratze, ich habe hier ein Wasserbett, Massagesessel. Kommt alles so aus seiner Tasche heraus. Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen beim Zelt zusammenbauen. Das ist dieselbe Logik, wie als Kräuter auf einmal random einen Fisch aus seinem Hut gezogen werden. Ja. Ich bekomme immer mehr den Eindruck, dass Kräuter und Archie einfach Geschwister sind, die bei der Geburt getrennt wurden. Die ganze Gruppe steht jetzt dazu, steht da und guckt zu, wie die beiden alten Männer das Zelt aufbauen. Gib mir mal die Schädige. Vorsicht, Vorsicht, das ist schwer. Das sind, glaube ich, irgendwie Geschwister, die sich so eine Hirnzelle teilen. Ja. Ja, einen guten Tag. Gemeinsam sind sie ein Fuchs. Nee, also ich gebe da mal meine 4 von 6 Inventory Points aus, damit wir einen Magic Tent verwenden können. Alles klar. Dann Sekunde. Nein, ich will das nicht preloaden, ich will es konfigurieren. So, dann mache ich mal es ein wenig dunkler. Gebe euch gleich noch ein schönes romantisches Lagerfeuer. Ding, 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 ding. Das sind keine Pokémon.
Also, vielleicht Kräuter. Vielleicht der Perlnein. Außerdem wäre das dim, dim, dü, dü, dim. Hm? Das ist gerade nicht. Habe ich das falsch interpretiert? Dann habe ich das falsch gehört, im Zweifelsfall. So. Also, ihr setzt euch in das Lagerfeuer. Ich hatte schon die Pokémon-Melodie gemacht, ja. Es ist eine ungewöhnliche, aber irgendwie auch malerische Kulisse vor diesem metallenen Tor, in dem sich das Feuer spiegelt. Ihr seht das knackende Licht der Flammen noch weit oben an diesen gerippeartigen Gewölbebögen. Ein ziemlich surreales Gefühl, aber nicht unangenehm. Möchte irgendjemand ein Heart-to-Heart haben? Kaelin, sehr gerne. Mit Archie tatsächlich. Wenn wir uns jetzt alle praktisch zur Ruhe begeben, würde Kaelin auf Archie zugehen. Und würdest bei ihm so ein kleines, ja, Leuchten in den Augen sehen, so ähnlich wie als du ihm deinen Folianten gegeben hast. Mhm. Du, sag mal, wie würdest du eigentlich Wissenschaftler? Erzähl mal ein bisschen. Was hat dich getrieben? Was hast du so getan? Hast du schon etwas erfunden oder erforscht? Ja, ich bin die Art des, oder ich war vielmehr, ein eher untersuchender Wissenschaftler, ein reisender Archäologe. Ich habe für meine Organisation überall auf der Welt Schätze gesammelt, katalogisiert und dokumentiert. Alles, weil die weite Welt einfach interessant ist. Und man irgendwann auch mal weiter weg will als nur die eigene Stadt. Verstehst du? Ah, ja. Das kann ich nur zu gut verstehen. Aber das Schlimme ist, man kann mit den besten Vornehmen die Welt erkunden, Schätze entdecken. Manchmal merkt man nicht, dass man das für die falschen Leute tut. Okay, ich verstehe. Das sind noble Gründe. Dich muss es doch auch aus irgendeinem Grund in das Leben eines Abenteurers getrieben haben. Man geht nicht aus Langeweile in Kristallhöhlen und in die Ruinen alter Zivilisationen. Ja, Abenteurer würde ich das nicht nennen. Ich bin eigentlich nur im Auftrag meines Landes unterwegs, um Hilfe zu holen. Hilfe? Das mit dem Abenteuern hat sich jetzt irgendwie mit meiner neuen Gruppe so ergeben. Verstehe. Für welches Land suchst du Hilfe? Sagt dir Lunarion was? Oh, Lunarion. Das ist schon sehr lange her. Aber warum braucht das Land Hilfe? Sind seit längerem von den Galdren im Imperium übernommen und die sind jetzt das neue Regime vor Ort. Wir sitzen uns zur Wehr, aber sieht nicht wirklich gut aus. Ich bin losgezogen, um in Alexandrina Hilfe zu ersuchen, auf die ich eher geringfügig gestoßen bin. Aber die Hoffnung bleibt. Ja, die Hoffnung bleibt immer. Aber auch noble Gründe deinerseits, um dann Hilfe an solchen Orten wie diesen zu suchen und mit solch einer interessanten Gruppe. An was für einer interessanten? Wer weiß, vielleicht, wenn wir einmal eine gute Nacht drüber geschlafen haben, uns dieses Gerät hier nochmal anschauen, vielleicht kommen wir dann an dieser Tür vorbei und vielleicht finden wir da auch etwas, was dir und deinem Land helfen kann. Möglicherweise. Danke für deinen Zuspruch. Oh, selbstverständlich. Oh, ich sollte nicht so nah am Feuer sitzen, das ist schlecht für meine Knochen.
Nun, zum Thema Äthersaft. Und Kalem würde sich jetzt bei dir ein bisschen so, ja, über Wissenschaft und Äther und so weiter einfach weiter unterhalten. Genau, also das wird jetzt ein sehr nerdiges Gespräch zwischen zwei Leuten, die über ihr Hobby reden. Genau. Oh Gott, ihr seid wie so Modelleisenbahnbauer oder sowas, die sich dann so, ja, ich finde die Spurweite der neuen Modelle irgendwie, ja, aber muss halt bedenken, ne, und so weiter. Du meinst, sie sind wie Rollenspieler, die sich über die neueste Edition ihres Lieblingsrollenspiels austauschen? Genau. Boah, wer würde denn sowas jemals machen? Wer tut denn sowas? 40k-Fans, die sich über Einheiten stärken und dann Baupunkte und sowas unterhalten. Boah, alles ein Haufen Nerds. Wer hat denn solche Hobbys? Oder wie Vampire Life. Das ist mir zu albern, ich gehe jetzt Pokémon zocken. Wo auf einmal jemand mitten in der Diskussion in einer beliebten Kneipe sagt, und wenn ich selbst Schussanlagen an meinem Haus anbringen will, dann mache ich das auch. Okay, möchte noch jemand ein Heart-to-Heart haben? Wenn sich noch jemand mit Archie austauschen will, ist da definitiv auch ein Moment. Meint ihr denn, Kalen und Archie kriegen darüber einen Bond? Ja, das war gerade meine Frage. Man darf ja in der Wrestling-Scene oder am Ende von der Wrestling-Scene darfst du ja einen neuen Bond machen. Mhm. Und ich würde sicherlich von Archie aus wäre da schon ein Bond drin für Admiration gegenüber Kalen. Mhm. Wegen seinem Ziel, um seinem Land zu helfen, seinem Interesse und der jugendlichen Energie, die er dabei hat. Ja, würde ich gestatten. Na dann, Gleiches auch Luti. Von Kalen aus zu Archie. Auch wäre auch Admiration wegen seinem Losziehen und seinem Leben allgemein, was er so bis jetzt gemacht hat, findet er auch ziemlich admirationswürdig. Ja, die Frage ist, sind jetzt Kalen und Archibald quasi den ganzen Abend beschäftigt mit ihrem Rumnörden oder kriegt man den alten Mann nochmal zu fassen? Safe auch zu fassen. Ja, sicherlich, sicherlich. Ja. Also Kalen wird sich dann irgendwann wieder den Foliant schnorren und abhauen. Und irgendwann sitzt er so in der Ecke. Hm. Genau, ja. Kann nicht lesen. Seine Leselampe aufklappen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, der Unterschied zwischen Kalen und Archie ist ähnlich wie zwischen jemandem, der Mechanik studiert und jemandem, der Physik studiert. Also es gibt Berührungspunkte, aber... Ja, aber das macht das ganze Gespräch gleich viel interessanter. Man schaut sich Sachen aus verschiedenen Perspektiven an. Ja. Ich habe eher das Gefühl, das ist wie wenn ein Physiker mit einem Mechaniker redet. Oder so. Es wird Big Bang Theory mäßig. Ja. Wie sich alle über Howard lustig machen, weil er nur am MIT war. Verstehe ich das richtig, dass Flux da auch noch eine Gelegenheit für ein Gespräch mit Archie? Flux würde ihn, wenn die aufgehört haben rumzunörden, so ein bisschen zur Seite nehmen, tatsächlich. Mhm. So, und dann, warte mal. Komm mal mit. Und boah, ich habe irgendwas im Hals. Und würde dann so ein bisschen geheimniskrämerisch sagen. Also, wieso bist du ausgestiegen? Ausgestiegen? Wir haben doch gar kein Fahrzeug. Wir sind nirgendwo ausgestiegen. Mir kannst du es sagen. Was kann ich dir sagen? Oh! Nein, du bist du Mitglied bei denen? Natürlich. Haben die dich hier hingeschickt? Nicht direkt. Eigentlich wollte ich woanders hin. Aber dann ist das hier dazwischen gekommen und es ist spannend. Ah, also ist es nicht wirklich ein Auftrag von denen? Nein. Sehr gut. Aber was du hier entdeckst, was du hier siehst, was du hier erlebst, wirst du das denen berichten? Ich sehe jetzt gerade nichts, was dagegen spricht.
Also ich meine, ich kann vielleicht unter Umständen, wenn das die Frage ist, ob ich jetzt also berichte, dass ich dich getroffen habe, wenn du das nicht möchtest, kann ich das auch einfach. Ich meine, es gibt ganz viele Kristalle, die sind eh viel spannender als irgendein alter Knacker. Wenn das die Frage ist. Es geht mir nicht darum, dass du denen von mir berichtest. Die wissen genau, warum ich ausgestiegen bin. Ich meine nur, dass du nicht unterschätzen solltest, was für eine Art Organisation die sind. Inwiefern? Ich habe Jahrzehnte meines Lebens bei denen gearbeitet. Und ich dachte, dass ich so viel Information für so viel Gutes sammeln würde. Aber ich glaube, dass die, die an der Spitze sind, ganz andere Pläne damit haben. Oh, okay. Die haben Pläne? Natürlich haben die Pläne. Meinst du, dass die Organisation nur zufällig an verschiedene Orte kommt, wo zufällig ganz interessante Sachen zu finden sind? Nein, aber ich dachte, da geht es mehr so um einfach den Prozess des Sammelns an sich. Das dachte ich auch einmal. Aber es geht doch um mehr. Und ich kenne dich gerade erst seit ein paar Stunden. Und ich möchte dir sicherlich nicht sagen, was du wohl oder nicht tun solltest, aber ich glaube, du solltest vorsichtig gegenüber den Klauen sein. Kriege ich noch einen Hinweis? Also ich meine, vorsichtig gegenüber allen, vorsichtig gegenüber bestimmten Leuten, vorsichtig gegenüber, ich habe hier irgendetwas, rein hypothetisch natürlich, ich habe hier irgendwas potenziell Gefährliches, Mystisches, Magisches, Uraltes, was ich ihnen nicht geben sollte. Hypothetisch gesprochen. Weber, wüsste ich da irgendetwas, was ja, Flux wissen sollte? Ja, ich hab dir da mal was zugeschickt. Die Person, zu der ich dir das gerade geschickt habe, an dem fallen dir zwei Dinge auf. Erstens, er ist ungeheuer geheimniskrämerisch und ist deinen Fragen immer ausgewichen. Und zweitens, du hast ihn deine ganze Karriere bei den Klauen übergekannt. Du bist älter geworden, deine Haare sind lichter geworden, das Gedächtnis ist ein bisschen schwacher geworden. Er sieht immer noch so aus, wie an dem Tag, wo du ihn kennengelernt hast. Das kann nicht normal sein. Ja, es gibt da einen. Suske hieß er. Suske. Ist um dieselbe Zeit herum wie ich eingestiegen. Und ist keinen Tag gealtert. War schon immer sehr geheimniskrämerisch und ich vermute, dass er da in etwas ziemlich tief drin steckt. Ich sehe schon so ein bisschen aus wie Caleb. Entschuldigung. Solltest du mit Suske zu tun haben, da wäre ich sehr vorsichtig. Okay, ich versuche mir den Namen zu merken. Guter Tipp. Ich guck mal, was ich draus mache. Oh, und drück nicht immer sofort auf alle Tasten, denen du begegnest. Aber Tasten sind doch dafür da, um gedrückt zu werden. Tja, also im Grunde prinzipiell gebe ich dir recht, aber stell dir mal vor, diese Tasten, die wir hier in der Tür haben, stell dir mal vor, da wäre was ganz anderes passiert. Aber wie hätten wir rausgefunden, was passiert, wenn ich es nicht gedrückt hätte? Das ist eine exzellente Frage. Da muss ich drüber nachdenken. Irgendjemand muss es machen, und dann mache ich es. Vielleicht ist es auch spannend. Und Archie lächelt bei der Bemerkung und lässt einen kleinen Lacher raus und sagt, Da hast du wohl recht. Gut, aber dann vielen Dank für den Hinweis. Dann muss ich jetzt auch erstmal drüber nachdenken. Oder schlafen, oder beides.
Sehr gute Idee. Wird auch spät. Mein Rücken tut schon weh. Okay. Also Archie hat leider schon seinen Bond für heute, aber will Flux auch als zu Archie aufbauen? Ja, warum eigentlich nicht, ne? Hat man denn ein Maximum an Leuten, zu denen man einen Bond aufbauen kann eigentlich, oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Die dann Bonds aber selber haben, glaube ich, Maximum Stufe 3. Genau. Ja, klar. Na. Dann würde ich mir ein... Das ist eine gute Frage. Ich habe mal eine Frage, und zwar, das sind ja immer zwei Sachen zur Auswahl, ne? Ja. Ist das eine immer als strikt positiv und das andere immer als strikt negativ gemeint? Normalerweise schon, also im Sinne aber von, es kommt natürlich auch drauf ein bisschen an, wie du es interpretierst. Ja, weil ich würde mir tatsächlich Inferiority geben, aber nicht... nicht, ich meine das nicht im Sinne von negativ, sondern im Sinne von, es ist halt im Grunde genommen Flux in sehr viel vernünftiger, offensichtlich sehr viel älter, aber halt auch sehr viel erfahrener und so. Also so dieses, ich bin noch lange nicht wie er, aber ich hoffe, dass ich es irgendwann mal sein kann. Ja, nicht unbedingt genauso wie er, aber offensichtlich ist er schon ein paar Stufen weiter, ne? Ja, also im Moment hat er noch mehr vergessen, als Flux je gelernt hat. Und ich gebe mir einfach Admiration, das passt auch einigermaßen. Ja, es ist auch ein bisschen Inferiority vielleicht da drin. Ja, aber nehmen wir Admiration, wenn das quasi so plus minus schwarz-weiß gedacht ist, machen wir das so. Muss ja auch nicht wirklich Admiration im Sinne sein, dass Flux da irgendwie ein Vorbild sieht oder so. Kann ja auch. Ja, einfach, der hat so viel erlebt. Der ist quasi eine Legende. Das will ich auch irgendwann mal. Ja, genau, so in der Art. Ja, nehmen wir das so. Ja, passt. Ja. Dann haben wir theoretisch noch Kräuter und den Pell Knight. Wollen die auch noch mit irgendwem shakern? Tatsächlich würde ich gern was anderes machen. Der Pell Knight würde durch die Ruinen wandern und seine Gefühle, die er beim Betreten dieser Ruinen hatte, kommen verstärkt in die Flamme zurück, und die Flamme erinnert sich an Leonsdale, zumindest an Teile von Leonsdale. Die Flamme erinnert sich an die Stimmen, die wir eben schon gehört haben, teilweise aber auch an Kinderlachen, an Weinen, Frauen, die weinen, auch Kinder, aber auch an Freude, Glück, Angst. Verschiedene Emotionen kochen gerade in der Flamme im Pell Knight hoch. Und irgendwie bewegt sich der Pell Knight auch anders, leichter und als würde er von was anderem gesteuert werden als von seinem Roboter, von seinem automatischen Ich. Ich würde gerne einen Bond zu Leonsdale aufbauen. Weil man kann nicht nur zu Charakteren, sondern auch zu Orten Bonds aufbauen. Korrekt. Und ich würde gerne eine Affection zu Leonsdale aufbauen. Gestatte ich. Hey. Ja, du kriegst diese Stimmen wieder und es fällt tatsächlich noch ein weiterer Satz, als du dich so erinnerst. Der ganze Kontext dieses Gespräches kommt dir leider nicht mehr in den Sinn, aber ein Satz, der mit großer Dringlichkeit gesprochen wird, fällt dir dann doch noch ein. Es ist bald soweit. Dann haben wir noch Kräuter. Was möchte der denn tun? Oh, mein ursprünglicher Plan war, zu Pell Knight zu gehen, aber jetzt will ich mir da nicht da reingrätschen. Kannst ja hinterherkommen, das ist ja gar nicht das Problem. Ich würde
Nee, das hat mich jetzt inspiriert. Ich würde dann tatsächlich auch was anderes machen. Und zwar würde ich mich noch ein bisschen mit der blauen Kugel befassen. Und die gerne noch mal ein bisschen untersuchen. Ah, ihr habt ja nur die gelbe. Die blaue hat euch Mr. Kill ja freundlicherweise abgenommen. Ist das nicht blau hier dann, hier das Ding an der Tür? Ja, achso, du meinst das, was da leuchtet. Das ist keine Kugel, sondern eher so eine Art Buchseite. Oh, also es ist ein Bildschirm. Aber es ist ein Touchscreen. Es ist ein Touchscreen, aber das wisst ihr natürlich nicht. Ja, auf jeden Fall würde ich mich gerne damit noch mal ein bisschen mit beschäftigen. Okay. Ich würde wahrscheinlich ein bisschen, wenn es sowas hier gibt, vielleicht ein bisschen die Kleintierwelt, die hier vielleicht existiert, mit integrieren. Mhm. Eventuell gibt es hier Ameisen, Kellerasseln, Spinnen, Fledermäuse oder irgendwas in der Art. Ja, dergleichen wirst du eine ganze Menge finden. Und die würde ich dann halt auch immer fragen, ob die schon mal hier durchgekrabbelt sind, ob die wissen, was das ist, ob die gesehen oder mitbekommen haben, wenn da jemand was mitgemacht hat. Man würde wahrscheinlich, wer irgendwann mal rüberguckt, wird wahrscheinlich sehen, wie Kräuter sich halt eben mit diesem blau leuchtenden Ding beschäftigt, während er von mehr und mehr und immer mehr werdenden Krabbelfiechern und anderen kleinen Getier umzingelt wird und anscheinend mit denen im heftigen Gespräch und Diskurs steckt. Ich stell mir das gerade so vor, wie er irgendwie so eine Kellerassel auf der Hand hat. Die Kellerassel faucht ihn so an. Ja, das sagst du schon die ganze Zeit, aber was bedeutet das? Ich verstehe es nicht. Du erinnerst dich, dass jemand das mal bedient hat, aber nicht du erinnerst dich, sondern dein Großvater, der schon mal gewesen ist. Ja, leider ist das Verständnis von Insekten für solche Dinge relativ begrenzt. Sie wissen, dass das hier blau leuchtet und dass es schon so lange hier ist, wie sie sich erinnern können. Eine Fledermaus wird dir erzählen können, dass dort einmal eine andere Fledermaus versucht hat, durch einen Spalt zu krabbeln, aber es nicht funktioniert hat. Sie haben natürlich, soweit Tiere das haben können, Ideen, was dahinter sein könnte, aber das beschränkt sich auf endlos viel Futter. Ich kann also tatsächlich irgendwie nichts Neues erfahren in der Hinsicht. Gib mir mal einen Wurf auf Willpower und Insight, bitte. Ja, darfst du mir gerne überfüllen, danke. Check, Insight, Willpower. Ja, doch, wenn du ein wenig herumfragst, anscheinend war vor kurzer Zeit jemand hier, der das untersucht hat. Das kann dir eine etwas ältere Fledermaus erzählen. Natürlich hat sie die Person nicht gesehen, aber sie wird dir sagen können, dass eine der Personen zwei Beine hatte und die andere vier. Das vierbeinige Wesen war ein Raubtier, deswegen hat sie sich von ihnen ferngehalten. Aber die andere zweibeinige Person schien nicht erfreut darüber gewesen zu sein, was sie da gesehen hat. Okay. Okay, nehme ich. Aber damit könnt ihr eine Rast machen. Okay. Ihr schlaft, ihr träumt oder vielleicht auch nicht. Und damit ist die Nacht vorbei und ihr steht wieder auf. Mach's eben nochmal wieder heller. Du kannst auf dieses Bett-Symbol klicken, um zu resetten. Ja, genau. Genau. Stimmt schon, also Inventory Points kriegt man eh nicht nach der Rest zurück. Da müssen wir echt für in die Stadt und so und genau. Geld da ausgeben. Müsst ihr, ja. Geld für ausgeben, yes. 10 Zenit ja. pro Inventory Point. Ja, genau. Ihr steht auf, frisch wie der junge Morgen. Oh, mein Rücken! Oh, meine Hüfte! Das ist sie jetzt. Meine Augen. Oh, mein Kopf! Ist das nicht ein wunderschöner Morgen? Mir geht es so gut. Ich sehe immer fast zwei Möglichkeiten. Ich habe eine gut gelernte Morgen. Das ist schrecklich. Entweder schluckst du eine elende Langschläferin oder sie ist weit vor allen anderen wach und viel zu fröhlich dafür. Ja,
ist um 3:30 hoch, irgendwie schon 300 Liegestütze. Boah, wenn Flux um 3 Uhr morgens 400 Liegestütze machen würde, würde ich hoffen, dass ich einen höheren Might-Würfel habe als 6. Ich glaube, Flux ist eher so die Person, die um 3 Uhr morgens erstmal 2 Tassen Espresso trinkt. Das erklärt auch ihren Energielevel. Dazu möchte ich mich nicht äußern. Ich habe mich gefragt, wo sie den Espresso her hat. Vielleicht hat sie ja in ihrem irgendwo eine Espresso-Maschine. Vielleicht hat Kräuter ja so ein Ding im Hut. Das weiß ich. Ich habe den Pell Knight eingebaut. Ist das beim Pell Knight wie mit Bender in seinem Brustkasten, wo man das ja, was der Plot gerade braucht. Exakt. Also wenn ich könnte einen Every Point ausgeben für einen Espresso. Ich habe mich mit den Spinnen und Fledermäusen und so hier unterhalten und eine ältere Fledermaus, ich glaube, sie hieß Archibat, hat mir sauber hat mir erzählt, dass vor kurzem jemand hier war an das blaue Ding, um das zu untersuchen und jetzt habe ich es nicht, dass ich jetzt über den Schlaf mich falsch erinnere. Es war in Begleitung eines vierbeinigen Tieres. Und ich weiß nicht, was er gesucht hat, aber es hat ihm nicht gefallen, was er gesehen hat. Das heißt, irgendwie kann man mit diesem blauen Ding irgendwie interagieren und da irgendwas mitmachen. Das muss irgendwie die Tür geöffnet bekommen haben. Ich weiß nur leider nicht wie und die Tiere konnten es mir nicht sagen. Dann wäre die interessante Frage, wann? Also wann? Es war eine ältere Fledermaus und sie sagte vor kurzem. Das kann alles Mögliche bedeuten. Dann wäre meine Frage, ob die Person noch in der Nähe sein könnte. In dem Moment hört ihr etwas. Durch den Raum hier ist das leicht so auszumachen. Es sind Schritte. Ruhige, gemessene Schritte, die sich langsam auf euch zubewegen. Und ihr seht einen Mann, der auf euch zukommt. Sekunde. Wo habe ich es? Ich habe gerade nur die Musik. So, da habe ich sie. Nein, die Person ist nicht mehr hier. Aber ich bin hier, Cool Cats. Die Person, die auf euch zukommt, trägt einen Anzug in ziemlich langweiligem Beige, einen auffälligen Hut, eine Art Skullcap mit einem roten Bommel darauf. Die Hautfarbe ist kakaobraun und sie bewegt sich mit so einer selbstverständlichen, lässigen Coolness, als würde ihr der ganze Raum hier gehören. Okay, Len wird neidisch. Ja, ich mag ihn nicht, er hat diesen Swagger. Auf die Coolness. Er nickt euch zu. Was geht, Cool Kids? Tagchen. Wer sind cool Sie? Cool Dude. Er guckt zu Flux und macht so eine Geste, indem er die Hand zur Faust ballt und Daumen und kleinen Finger abspreizt und die Faust so ein bisschen wackelt. Flux mag ihn. Ist egal, wer das ist. Ist egal, ob es unser nächster Gegner ist. Ich mag ihn. Was geht ab, Surfer Dude? Können wir dir helfen? Warte mal, wieso bist du hier unten? Wer sind Sie? Ich bin einfach nur ein Wanderer, der hier in der Nähe was zu erledigen hat und der dann von euch gehört hat. Slime Shady hat mir von euch erzählt, Cool Kids. Ich dachte, ich machte dich. Verflucht. Was soll das denn heißen? Slime Shady ist doch, ja, ist ein bisschen komisch, aber er ist eine coole Cat, wenn man ihn richtig kennenlernt. Ist das der Grund, dass ihr euch Sorgen gemacht habt, dass ich einen schleimigen Arbeitgeber habe? Korrekt. Ja, wir haben es nicht so mit den Metaphern. Wenn es euch beruhigt, okay. Ich habe die alte Cat davor noch nie gesehen. Nein, ich bin wegen euch hier, Cool Kids. Ihr müsstet so einen Teil haben, auf das Slime es abgesehen hatte. So ein gelber Ball, gelber nicht? Ein Tennisball? Bitte? Ein Tennisball? Nee, bisschen größer und so leuchtend. Nicht wie so ein Tennisball. Etwa, er deutet es mit den Händen an, so groß. Habt ihr den? Was, wenn dem so wäre? Und Kalen wird so seine Hand auf den Griff seines Schwertes, aber nur so sanft da drauflegen.
Dann wäre es echt cool, wenn ihr mir den geben könntet, Cool Cats. Wisst ihr, ich und meine Leute, wir suchen die so ein bisschen. Und es wäre echt cool, wenn ihr uns die geben würdet. Es wäre echt cool, wenn ihr uns mal sagen würdet, wer um Himmels Willen ihr seid. Ach, wir haben eigentlich keinen wirklichen Namen. Aber es hat was, er deutet auf die Tür hinter euch, damit zu tun. Aber dafür ist der Gelbe nicht der Richtige, Cool Cats. Oder sagen wir, es ist schon der Richtige, aber es reicht nicht. Nun, gehört ein cool Dude namens Mr. Kill zufällig zu euch? Ah, den habt ihr auch schon kennengelernt, was? Ja, der gehört zu uns und ein paar andere auch noch. Ja, okay, also das Problem ist, nein, haben wir nicht. Okay, du willst ihn gerade anlügen? Ja, ich will ihn anlügen. Dann gib das mir Problem mal ist, wenn da, er also so stark ist wie Mr. Kill, dann können wir machen, was wir wollen. Gib mir mal Doppel-Duel-Power, bitte. Oh, Doppel-Duel-Power, kann ich es irgendwie verstärken? Irgendwie? Keine Ahnung. Wie. Ich würde vielleicht versuchen, einfach mitzuhelfen, mit ihm versuchen zu überzeugen. Dann wäre es ein Group-Check. Schwierigkeit? Oder ist es egal? Schwierigkeit ist erstmal egal, das ist ein vergleichender Wert, aber du kannst dich natürlich von Kaelin unterstützen lassen. Also ich mache jetzt einfach einen Group-Check stattdessen. Ja. Okay. Yep, genau das. Und da brauche ich eine Group-Check-Difficulty. Einfach 10 Standard? Ja, oder? Mach einfach mal 10. Ich. Kaelin würde dann nämlich einfach unterstützend den Kopf schütteln. Okay. Das ist so am Anfang so, ja, was ist denn, wenn das so ist? Erstmal nur provozieren. Er seufzt. Wisst ihr, ich mag euch ja eigentlich auch, Cool Cats, aber die Sache ist, ich kann nicht einfach jetzt so tun, als ob ihr nicht versucht hättet, mich zu verarschen. Also, gebt mir das Ding und wir sind alle Freunde, okay, cool? Du hast gesagt, du kennst uns? Woher kennst du uns? Vom Sehen, Cool Cat. Ich bin euch ein bisschen gefolgt, wisst ihr? Ich bin recht gut im Schleichen. Aber gut, wenn ihr es so wollt, er knackt mit den Knöcheln. Wenn ihr das Ding behalten wollt, Cool Cats, dann müsst ihr es euch verdienen. Und damit, Sekunde, machen wir mal dramatische Musik. Und ich spreche noch eben mal auf. Zeit für einen Bossfight. Ich glaube, das hagelt einen Fabula-Punkt. Yep. Ja, stimmt. Das gibt einen Fabula-Punkt. Und damit, mal sehen, ob irgendjemand den Witz versteht bei dem Namen. Moment. So. That was cool moves. Dann. Ich weiß nicht, ob jemand so deine Der Witz Kaelin ist, nur für diejenigen, die es verstehen wollen, der ist eine Anspielung auf den Jazz-Pianisten Thelonious Monk. Aber wow. Dann darf ich euch um Initiative bitten. Eine Kugel haben wir schon abgegeben. Und die sind wir nicht bereit abzugeben. Zumindest nicht kampflos. Reuter, da fehlt noch. Ja, Sekunde. Muss eben noch. Ja, ein alter Mann ist kein D-Zug. Ich mach so schnell ich kann. Ich meine, ich lass das machen von Fachkräften. Okay, dann darf leider der Loneliest Monk anfangen. Oh, na, warte. Was macht der denn? Ja, der wird einmal so mit den Knöcheln knacken und in eine Kampfstellung gehen, die verrät, dass er gut im Kämpfen ist, aber dann er setzt dazu an, vorzusprinten, aber dann bleibt er mit einem Mal stehen, fängt an mit den Fingern zu schnippen, mit dem Fuß zu tappen und sich so ein bisschen um die eigene Achse zu drehen, ganz ruhig und behäbig. Und ich würde sagen, Sekunde, ich würfel mal kurz. Ich würfel jetzt mal aus, wen er damit trifft. Pell Knight
Na klar. Gegen deine Magic Defense eine 14. Trifft. Du bist verwirrt. Also diese Art von Tanz, warum er das jetzt mitten im Kampf macht, das macht dich nervös. Du nimmst, Sekunde, womit fange ich an? Ah ja, genau. Du nimmst 12 Bolt Damage und du bist shaken. Weil ne, wer mitten im Kampf anfängt zu tanzen, was ist das für ein Typ? Okay. Was soll das denn für eine Fähigkeit gegeben? 12 minus 3 sind 9. Auf 6. Und dann seid ihr dran, Cool Cats. Okay, ja, wir müssen das hier richtig gut machen. Ich würde gerne einsteigen. Der Typ ist gefährlich und wir können, unser, wir können jedes bisschen Glück gebrauchen. Ich würde direkt Divination zaubern. Alles klar. Zauber. Dann zauberst du Divination. Auf unserer Seite. Mach ihn fertig! Dann ist The Loneliest Monk wieder dran. Der wird richtig schnell vorspringen. Also es ist so schnell, dass wenn ihr blinzelt, mit einem Mal steht er vor euch. Ich würfel jetzt immer, wie er angreift. Aus verschiedenen Gründen. Mit einem Mal steht er vor Kräuter und will ihm eine reinhauen. Ja, er holt aus, wow, eine 17. Das trifft. Wow. Ja, der Pellknight springt dazwischen und er kriegt den Schlag von The Loneliest Monk mitten ins Gesicht ab. Ihr seht, wie der Pellknight nach hinten saust und gegen eine Säule kracht. Du nimmst 14 Physical. The Loneliest Monk springt sofort wieder zurück. Nice move, Cool Cat. Dann seid ihr dran. Ich würde gerne, darf ich als nächstes? Mach. Wobei, oder was würde Archie machen? Würde Archie wieder sein Schild machen? Nee, ich kann auch noch, Loneliest Monk hat gerade Bolt Damage auch gemacht, ne? Mhm. Yep. Ich könnte, wenn ich dran bin, könnte ich was machen, wo, mit dem wir weniger Schaden von zukünftigem Bolt Damage kriegen. Ja, mach du mal zuerst, würde ich sagen. Okay. Archie wirbelt mit dem Stab herum und probiert auch mit seinen Augen hier The Loneliest Monk zu folgen, aber dieser Kerl ist viel zu schnell und scheint da sehr elektrisch von zu werden. Und ich gebe 15 MP in total insgesamt aus, um Kaelin, Flux und Kräuter, um den Resistance for Bolt zu geben. Also solltet ihr irgendwelchen Bolt-Damage nehmen, dann nehmt ihr nur noch die Hälfte davon. Dankeschön. Mhm. Und das war mein Zug. Okay, dann wird The Loneliest Monk sich das so ansehen, dann nicken, wieder mit den Knöcheln knacken und dann auf einmal wieder innehalten, als würde ihm irgendwie eine Idee kommen. Und er beginnt sich wieder um die eigene Achse zu drehen und zu summen. Ansonsten passiert erstmal nichts. Ihr seid dran. Ja, der Pellknight wird sich erstmal vor Kräuter stellen. Okay. Und Garten. Okay. Dann ist The Loneliest Monk wieder dran. Wie viel Angriffe hat er? Alle. Er hat alle Angriffe. Und wieder greift er an, diesmal allerdings nicht mit der Faust, sondern er bleibt mitten im Tanz auf einmal stehen, scheint es sich anders zu überlegen, tippt mit der Fußsohle auf den Boden und mit einem Mal fliegt er regelrecht auf Flux zu und versucht sie mit seinem Knie zu erwischen. Auweia. Mit einer 18. Ja, soll ich machen? Ja, als ob der mich nicht trifft. Ja, so ist es nicht passiert. Oh. Ich möchte bitte, dass er das neu würfelt. Ja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ehrlich gesagt, weil ich habe keine hohe Defensive, der trinkt mich immer. Okay. Doch, er hat eine 4 gewürfelt. Okay, er trifft mich nicht. Ja, Flux versucht auszuweichen. Aber in dem Moment stolpert sie unglücklich und The Loneliest Monk fliegt über sie hinweg. Wow, nice move. Und er geht wieder zurück und macht so Finger ganz in Richtung Flux. Perfect, Cool Cat. Das ist super gut, weil das würde sie gerne ausnutzen. Darf ich als nächstes? Klar.
Zauberhaft. Das würde sie gerne ausnutzen. Ich möchte gerne folgende Dinge machen. Erstens, ich möchte garden. Und dann möchte ich mithilfe meiner Fähigkeit Hawkeye trotzdem schießen. Das würde ich gerne im Grunde genommen, wenn machbar ist, wenn er über mich rüber segelt, wenn ich gestolpert bin, möchte sie quasi dann die Pistole hochreißen. Wenn sie so ein bisschen auf dem Boden ist, dann gardet sie ja quasi schon. Wird sich also klein machen, wird aber schießen, möchte gerne auf ihn schießen. Nein? Trifft das? Nee, das trifft leider nicht. Da fliegt er zu schnell über dich rüber. In dem kann Moment, ich, wo du abdrückst, ist er schon weg. Kann ich rerollen mit dem Theme Abenteuerlust im Sinne von, also der ist ja wohl das Spannendste, was bisher passiert ist? Ja, würde ich sagen. Dann. Da kann ich aber einfach nur nochmal würfeln. Dann, ne? Da kann genau, ich nicht einen einzeln würfeln. Einen oder mehrere nochmal würfeln. Das trifft. Okay, und dann mache ich anstatt. Aber ich möchte keinen Schaden machen tatsächlich. Mhm. Weil mein High Roll würde auch auf Null gesetzt werden durch die Fähigkeit. Ja. Sondern ich möchte stattdessen gerne Warning Shot einsetzen. Und möchte ihm Shaken geben. Okay. Die Condition Shaken. Und möchte dann, wenn ich also auf dem Boden. Eine halbe Breakdance-Nummer hinlegen und nochmal MP ausgeben und ihm, er ist jetzt erschaken und ich finde, er könnte jetzt auch noch weak sein. Also ich möchte einmal Nightmare Dance einsetzen. Ja. Also quasi ein Nightmare Breakdancing. Das war dann mein Zug. So. Ja, The Loneliest Monk fliegt zurück, ja. Der Dance auf hier. Er fliegt zurück und macht einige elegante Rückwärtssalti. Ihr habt irgendwie den Eindruck, dass er und Flux sich gerade verbal streiten. Aber er gibt MP aus. Also das macht er die ganze Zeit und kommentiert. Aber er gibt MP aus und tanzt seinen Weak-Status weg. Damit müsste jetzt noch Kaelin dran sein, korrekt? Ja. Kaelin hat sich ja bis jetzt zurückgehalten und die Lage eingeschätzt und das scheint jetzt auch wirklich so bis jetzt das Spannendste, aber auch Gefährlichste sein, was wir bis jetzt begegnet sind, nach vielleicht Mr. Kill. Und Kelle macht sein Schwert bereit und ihr seht, dass es schon diesmal relativ verfrüht eingesetzt wird, für Archie, für dich. Bei ihr Kelle ziehen sich plötzlich dunkel-lila-farbene Schlieren über seinen Schwertarm hinweg. Wenn du genauer hinschaust, siehst du auch, dass er sein Gesicht leicht schmerzverzerrt verzieht. Und während Lonely's Monk eben die Drehung macht und ein bisschen tanzt, nutzt Kaelin die Gelegenheit, prescht vor und greift ihn mit seinem Shadow Strike an. Oh. Das wären. Moment. Es wären 25 Dark Damage. Boah. Yep, du triffst ihn. The Loneliest Monk keucht so ein bisschen auf. Oh, nice move. So. Dann würde er sich neben Flux positionieren und abwarten. Yep. Dann wird er tatsächlich sich noch einmal ein bisschen um die eigene Achse drehen und summen. Und er verliert auch Shaken. Ist er dran. Er tanzt einfach all seine Probleme weg. Ja, Dance the Night Away. Das wird sowas für meine nächste Steigerung. Flux sieht die Moves und denkt sich, damn. Das hatte ich schon vor, aber jetzt erst recht. Ich würde gerne als erstes. Sind wir nicht in der neuen Runde und wäre dann nicht der Monk sowieso als erstes? Nee, der hat. Hat er ernsthaft? Ah, okay. So ich wollte gerade sagen, weil er hat ja. Nicht. Also, es war gerade eine neue Runde und der Loneliest Monk hat als allererstes Mal seine Probleme weggetanzt. Super, prima. Ja, das finde ich also zu wenige. Jetzt hat er zu wenige Probleme. Das heißt, Flux würde gerne das Ganze nochmal machen. Das heißt, sie würde gerne garden, dann mit Hawkeye schießen. Mhm.
Das trifft. 12. Nicht Schaden machen, sondern ihm stattdessen sagen wir mal Slow geben. Okay. Mit Warning Shot. Ja, in der du schießt vor seine Füße und limitierst, wie sehr er sich bewegen kann. Genau, und dann würde ich gerne nochmal MP ausgeben und mit entsprechendem Fußwerk mithilfe von Benji Dance das Slow auch noch auf Shaken ausweiten. Wow. Okay. Vielleicht haben wir zwar nicht besonders viel Schaden, aber alle Statusveränderungen. Ja, dann ist er wieder dran und er tanzt wieder seine Probleme weg. Er ist sowieso schon so langsam, das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Ihr seid dran. Kaelan würde wieder vorpreschen und ihn weiter mit seinem Shadow Strike. Ja, das sieht er aber kommen und er duckt sich geschickt zur Seite, sodass dein Schwert zur Seite geht. Nicht so ungestüm. So ist es aber nicht passiert. Oh, ja. Kaelan, nice. Es ist so nicht passiert. Wie ist es denn passiert? Ja. Es ist so passiert. Ja, das trifft. Nice. Und das war der letzte Trigger, der Zauber ist vorbei. Das wären dann 27 Dark Damage. Autsch. Duckt sich unter dem Schlag hinweg. Doch eigentlich ist es so passiert, dass Kaelan das schon einberechnet hat. Und gleich schon etwas höher eingesetzt hat. Oh. Nicht schlecht. Dann könnte ich noch in meinem Zug ihm etwas fragen? Ja. Während er sagt, nicht schlecht, würde Kaelan etwas wütend ihn anschnauzen. Was wollt ihr überhaupt mit diesem Stein? Das ist eine gute Frage, Cool Cat. Und mit einem Mal steht er vor dir, find's raus, und er wird dir volle Kanne in den Magen schlagen. Mit einer 17. Das trifft. Das sind dann, du spürst, dass Elektrizität an seinen Fingern knistert, du nimmst 14 Bolt Damage. Halbiert, weil du Elemental Shroud hast. Ich habe das Elemental Shroud verstanden und mich schon gefragt, was hat ein Fisch damit zu tun? Elemental Shroud, ja. Elemental Shroud. Dann seid ihr dran. Ich würde gerne Painful Lesson einsetzen. Mhm. Und dann schauen wir mal, was der mir über sich sagen lässt. Ich gebe dir mal eine Fähigkeit von ihm. Er hat War Dancer. Immer wenn er einen Tanz einsetzt, macht sein nächster Angriff mehr Schaden. Mhm. Alles klar. Flux, hörst du das? Seine Tänze scheinen seine Angriffe zu verstärken. Es funktioniert nur auf Melee, glaube ich, und auf. Also es funktioniert nicht auf Dingens. Nicht auf Fernkampfwaffen. Range. Ja. Aber es funktioniert auf seine Fäuste. Es gibt eine ganz, ganz tolle Kombination mit Tänzer, die mit Nahkampf gehen, aber das ist halt eben nicht Flux-Konzept, leider. Also das ist leider, ich habe es absichtlich gemacht. Ja. Dann war das der Loneliest Monk. Wer möchte? Ich würde Archie mal rangehen lassen. Mhm. Und Archie sammelt wieder Feueräther um seinen Stab und schießt einen Flare auf The Loneliest Monk. Und das ist eine 13, um zu treffen. Holy shit. Ja, du triffst ihn. Versenkst ihm ordentlich den Anzug. Hey, bleib mal locker, der Anzug war teuer, Mann. Flammen überall und Archie lächelt nur. Ist ein bisschen stolz, dass ich selbst auch noch immer so tolle Feuermagie machen kann und beendet seinen Zug. Ja, wenn er mit dem Alter wird man hier schwieriger. Wenn der, ich muss kurz fragen, wenn der jetzt so abgefackelt ist, ist er jetzt eine Coal Cat? Hey! Oder okay. Ein anderer Jazzmusiker, nämlich Nat King Cole. Aus dem Pell Night hört man so. Feuer. Ja, der Loneliest Monk beginnt sich wieder so ein bisschen um seine eigene Achse zu drehen und zu summen. Und ein weiterer Statuseffekt fällt von ihm ab.
Dann seid ihr dran. Kurze Zwischenfrage, Herr GM, du müsstest zwei Dinge kurz in meinem Charakter-Sheet nachgucken, bitte. Ja. Ich habe eine Fähigkeit, Lucky Seven. Kann ich die nur bei meinen Würfen oder auch bei Würfen meiner Alliierten einsetzen, zum Beispiel? Lucky Seven. Once per scene after you perform a check, you may replace the value. Okay. Und das Zweite, ich müsste seit dem Level Up einen neuen Zauber haben, Accelerate. Ist das korrekt? Accelerate. War das Spells? Jupp, Acceleration. Okay. Dann, ja, Perl, willst du zuerst? Nee, Perl macht zum Schluss. Okay, dann würde ich sagen, er war zwar kurzzeitig verlangsamt, aber jetzt kopieren wir seine Schnelligkeit. Kaelin! Und dann wirklich Accelerate auf Kaelin, dass du, wenn ich mich richtig erinnere, darfst du jetzt zwei Angriffsaktionen zusätzlich machen. Aber nur eine. Quasi zwei Runden hintereinander kannst du doppelt so oft angreifen. Genau, ja. Yep. Ich hab's ja nochmal in den Chat gepostet. Ja. Also Kaelins Bewegungen beschleunigen sich. Die Magie lässt deine Bewegungen flüssiger und schneller werden. Und The Loneliest Monk greift Flux an. Geht nicht. Mit Aua gegen Physik eine 11. Trifft tatsächlich. Ja, dann erwischt. Vielleicht Guardia gerade, das heißt. Hat Archie nicht den Schild? Nee, hat ich habe den Elemental Shroud. Genau, ich habe nicht den Schild, ich habe den Elemental Shroud draufgeworfen. Ich habe nur Bolt Resistance. Yep, aber das habe ich gerade, das heißt, ich halbiere sowieso, ne? Yep. Warte, da springt einfach der Pell Knight dazwischen. Das geht okay, das dann. Trifft er den Pell Knight. Er geht so ein bisschen zurück und wippt auf den Füßen hin und her. Ihr seid echt gut aufeinander eingespielt. Gefällt mir, wie so eine Band. So, und er macht eine Geste, die so ziemlich alles bedeuten kann. Dann müsste der Pell Knight dran sein. War der Rest schon? Ja. Glaube ja. Wenn der Rest schon war, würde der Pell Knight tatsächlich nach vorne stürmen und dem Guten mal die Schilde um die Ohren hauen. Ne, dem weicht er überraschend geschickt aus. Ich würde gerne einen Fabula-Punkt ausgeben mit meinem Last Chivalrous Automaton Knight from the Past. Also tatsächlich, dass ich als schützender Ritter halt angreifen würde. Du willst deine Freunde beschützen? Ja, ich möchte die Überlebenden von Leonsdale beschützen. Dann Reroader. Beide. Nee. Nicht wirklich besser, nein. Er weicht dem aus. Und dann ist eine neue Runde. The Loneliest Monk lässt einmal so den Kopf nach links und nach rechts. Es knackt so ein bisschen. Ach, Cool Cats, mit euch zu spielen macht echt Fun. Aber wir müssen langsam den Fun mal beenden, ne? Er guckt sich so kurz um und wird dann wieder mit der Faust ausholen und dann mit einem Mal wieder innehalten und sich dann so wieder um die eigene Achse drehen. Da, 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 da. Und mal sehen. Archie angreifen. Oh. Das ist wieder dieser Weird Dance. Das ist eine Spezialfähigkeit von ihm. Das geht jetzt gegen deine Magic Defense. Oh, da habe ich 12. Das trifft nicht. Yep, mit einer 8. Also, ja, das trifft dich nicht. Aber er nutzt seine Fähigkeit, dass er selber Fabula-Punkte hat, beziehungsweise Ultima-Punkte in diesem Fall, um das zu rerollen. Damn. Und da haben wir jetzt eine 14. Ja, das trifft. Dann nimmst du 15 Bolt-Damage und du bist dazed, weil um dich herum baut sich Blitzäther auf und deine Reaktionen werden irgendwie langsamer und du fühlst dich an, als stündest du in Pudding. Immer noch Resistance, oder? Ich hab mir selber keine Resistance gegeben. Ich hab nur Kaelin, Flux und Kräuter Resistance gegeben. Okay, ist klar, sorry. Dann seid ihr dran. Der Pell Knight würde gerne. Ich würde ihn gerne wieder. Kräuter Kaelin wäre auch vorgeprescht. Okay.
Ja, macht das ich denke mir, wenn ich den Guard vorher mache, ist zumindest mal geschützt. Meine Logik ist halt, bisher hat er immer, wenn er Statusveränderungen hatte, seine Aktionen dazu verwendet, die Statusveränderungen wegzuballern, was gut ist für uns, weil wenn er uns angreift, ist scheiße. Ja gut, dann macht ihr. Das ja. ist die Logik, aber genau, ich würde nämlich dann wieder, ich würde dasselbe wieder machen, also ich garde, ich greife ihn an, trotzdem ich schieße. Nee, das verfehlt dir. Ist das nicht... Jetzt würde ich gerne die Schatzjäger, ich würde gerne Fabula-Punkt ausgeben und Schatzjäger darauf werfen, weil der will mir meinen Schatz abjagen. Aber ich bin der Schatzjäger und nicht er. Ja, macht Sinn. Nicht scheiße. Gut argumentiert. Nein! Nee. Oh. Schlecht gewürfelt. Leider nicht. Das Leben ist hart und gemein, aber ich kann immer noch... Irgendwas. Lass mal gucken, ob ich irgendwas machen kann. Ich möchte gerne... Das bringt gar nichts. Kacke. Der hat auch keinen Status, ne? Nee. Verflucht. Er hat all seine Sorgen weggetanzt. Wie kaputt sehen die Leute aus? Sieht irgendjemand richtig kaputt aus? Nö. Nee, ne? Also es ist noch kein Kreis. Genau. Ja. Ja, es ist, ich würde Unicorn Dance tatsächlich nochmal schmeißen. Ich kann mir zwar nichts heilen, aber du kannst 8 heilen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wenn ich meine Kette unterbreche, ich spare keine MPs, nicht zu tun. Also dementsprechend würde ich jetzt einfach Unicorn Dance hinterherhauen und der Pearl Knight heilt 8. Nebenbei, nur um vielleicht mal ein bisschen Einblick in meine Designphilosophie zu geben, der Musiker, auf dem aber Sir Thelonious Monk war, dafür bekannt, dass er bei Konzerten, wo er eigentlich spielen sollte, einfach mittendrin aufgestanden ist und über die Bühne getanzt ist. Daher die Idee für den Kampfstil. Also, es ist schon eine Idee dahinter. Aber damit ist The Loneliest Monk wieder dran. Der wird einmal so nicken, durchaus anerkennt und dann auf den Boden schlagen, sodass mehrere Steinbrocken nach oben fliegen. Und es ist wie so ein Boxer, der am Boxsack übt. Er schlägt zack, 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 zack und greift jeden von euch gleichzeitig an, indem diese Steine auf euch zufliegen. Ach, ist das ein Range Attack? Yep. Da sag mal, wie viel er trifft, weil ich könnte die jetzt theoretisch mit einer Attacke alle gleichzeitig intercepten. Oh wow. Würfelt eine 13. Ja, die gebe ich aus. Ich intercepte alle. Okay, ja, wie sieht das dann aus? Also diese Steine mit elektrischer Energie knisternd fliegen auf euch zu mit der Geschwindigkeit von Kanonenkugeln. Kennt ihr diese krassen Leute, die irgendwie so einen Revolver haben quasi und dann... McCree. Genau, das wollte ich auch ganz sagen. Ja, aber einfach so... Ja. Aber einfach so. It's time. Flux nun. Ja, genau, nur halt, das ist ja auch eine Steinschlusspistole. Das heißt, irgendwie muss ich es schaffen, das so schnell nachzuladen, dass es funktioniert, aber es funktioniert. The Loneliest Monk nickt. Nice. Ihr seid dran. Sorry, Pal, aber Kaelin würde wirklich sofort unter dem Kugelhagel vorpreschen. Mach mal. Noch so, während diese einzelnen Gesteinsbrocken herabregnen und denk dran, du hast jetzt 2 Angriffe. Also du bewegst dich so schnell, dass selbst The Loneliest Monk einmal kurz überrascht blinzelt, wie schnell du vor ihm stehst. Genau, das war der Plan. Und Kaelin würde in einen Klingenhagel eindecken und würde das gerne in einen Fabula-Punkt einsetzen. Ein Theme von mir ist Revenge und ich würde gerne erwähnen, dass er meine Kollegen gerade dermaßen zusetzt. Alles klar. Muss ihn nur kurz schnell abziehen. So, ist das der Reroll? Das trifft. Yes, Moment. Das sind alles Dark... ich habe meinen Namen vergessen. Shadow Strikes, genau. So, einmal... 6, einmal 28 Dark Damage. Mhm. Und in seinem Klingelhagel folgt noch der nächste. Und das hier... Das trifft auch. Ist, ja, dachte ich mir. Seht, wie diese lila Schlieren sich immer mehr und vermehrter über den Schwertarm ziehen. Das wären dann hier nochmal 27 Dark Damage. Verzieh dich! Alles klar.
Jetzt habe ich mich gerade kurz verzählt. Es müssten noch Kräuter und Archie dran sein. Noch Pellnight, Kräuter und Archie, ne? Genau. Okay, dann wird The Loneliest Monk einmal so ein bisschen... gar nicht so schlecht, Cool Cats. Gar nicht so schlecht. Aber mal sehen, wie euch das hier schmeckt. Er wird den Pellnight angreifen, wird wieder versuchen, ihn wegzuboxen. Aber nur mit 9. Der Pellnight schmeißt sich dazwischen. Dann seid ihr wieder dran. Dann würde Archie jetzt einmal dazwischen kommen und neben dem Elemental Shroud auch noch auf Kaelin Phlox und Kräuter Barrier draufwerfen. Also noch mehr magischer Schutz. Also jetzt haben die drei auch Standard 12 als Defense. Nur um die Chance kleiner zu machen, dass ihr getroffen werdet von diesem Kerl hier. Alles klar. Dann wird The Loneliest Monk, das müsste jetzt sein letzter Zug sein, nach dir ist noch einer dran, ne? Ist noch Kräuter dran, ja. Pell. Ach stimmt, Kräuter und Pell, das heißt, er hat noch 2 Züge. Dann wird er wieder beginnen zu tanzen und ihr seht, dass irgendwas an ihm sich verändert. Bis jetzt hat er vor unsichtbarer Energie geknistert, jetzt geht eine unheimliche Kälte von ihm aus. Ist ja eigentlich klar, dass es nur für eine Runde geht. Für normale ja. Tschüss. Aber er ist ein Boss. Boah, immer diese Cheater hier. Like a boss. Dann einer von euch. Reuter. Ich bin tatsächlich am Grübeln. Ich versuche gerade alles aus Erinnerung zu machen. Ich habe keinen Angriffszauber. Ich würde... Kaelin hat noch einen Trigger für den Doppelangriff. Ich würde Divination zaubern nochmal. Okay. Und wenn die MP das hergeben, wie gesagt, ich weiß, die MP nicht mehr, geben was noch her. Du hast jetzt aber schon weniger als deine Hälfte. Ah, okay, ja, ist dann so. Okay, dann noch einmal Divination. The Loneliest Monk wird euch einmal zunicken. Das war ganz schön nice, Cool Cats, ganz schön nice. Mal sehen, wie euch das hier schmeckt. Er klatscht in die Hände, atmet einmal tief ein. Und dann tief aus. Zu mir! Und damit, ich habe mal extra eine Grafik dafür gebastelt, kommt sein Spezialangriff. Und das ist auch ein Witz, denn eins von Thelonious Monks bekanntesten Liedern heißt Ruby, my dear. Ruby, my dear. Er zieht die Hände auseinander und ihr seht, dass er mit einem Mal einen Speer in den Händen hält. Dieser Speer ist mit einer gezackten Lanze gekrönt, also mit einem gezackten, mit einer gezackten Klinge von rötlicher Farbe, daher wahrscheinlich der Name. Er wirbelt den einmal umher und es gibt eine Druckwelle, die euch nach hinten schleudert. Jeder von euch nimmt 20 Ice Damage. 20? Yep. Einfach so? Einfach krass. So. Das ist ein Zauber. Den gibt es tatsächlich für NPCs. Aber dann wird The Loneliest Monk den Speer umdrehen und in den Boden stecken. Der Speer verschwindet mit einem... Und er dreht sich einfach um. Hebt einmal so die Hand. Das war nice, Cool Cats. Das war echt cool. Passt in der Zukunft ein bisschen auf euch auf und versucht... zu gucken, mit wem ihr euch anlegt, Cool Cats. Chausen. Okay. Und er wird davon schlendern, als wäre nichts gewesen. Dreht euch den Rücken zu und geht einfach davon und summt so ein bisschen zu sich selber. Flux Kinnlade liegt auf dem Boden. Bleib stehen. Und ihr seht, wie Kaelin sich kaum beherrschen kann und ihm hinterher sprechen möchte. Wenn du das machst, ihr seht, dass Kaelin auf ihn zurennt. Den Wurf schenke ich mir jetzt mal. Und ihr seht, dass Kaelin zurückfliegt und gegen die Tür donnert. Oh. Easy, Cool Cat. Haltet mal den Hitzkopf zurück, Leute. Kaelin, bist du verletzt? Ist alles in Ordnung? Was ist gerade passiert? Kaelin sieht nicht gut aus. Also alles andere als gut.
Dann wird der Loneliest Monk sich tatsächlich nochmal umdrehen. Ein Tipp, Cool Cats. Ihr kriegt die Tür nicht auf, versucht es gar nicht erst. Und noch ein Tipp. Ihr wollt diese Tür nicht aufkriegen. Glaubt mir. Was dahinter ist, Cool Cats, das wollt ihr gar nicht wissen. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ciao. Ciao. Er hebt noch einmal so die Hand und winkt, als hätte er sich gerade von ein paar guten Freunden verabschiedet, die er zufällig beim Brunch getroffen hat. Volle Mut. Die Überlebenden von Leonsdale sind geschützt. Wie geht's der Flamme? Die ist nach dem Kälteangriff tatsächlich ein bisschen arg klein geworden. Aber du siehst, sie brennt noch vor sich hin, aber sieht erschöpft aus. Man kann auch durch Rubbeln Wärme erzeugen. Wie kalt ist denn der Helm? Ja, wie gesagt, war gerade ein heftiger Kälteangriff. Die ganze Rüstung des Pale Knights ist noch gut runtergekühlt. Ich meine, hier liegt etliche Meter Stoff am Boden. Das wärmt doch und ist doch gut brennbares Material. Ich muss den Teppich abfackeln. Ja, wenn man irgendwie Feuer machen kann, würde man halt Feuer machen. Das gebe ich euch mal. Ich glaube, das bekommt ihr hin. Man kriegt bestimmt irgendwas improvisiert. Wir benutzen einfach, die Flamme im Pale Knight, um Feuer für den Pale Knight zu machen. Steckst Holz in den Pale Knight. Ja, das funktioniert. Ja, genau. Einfach so diesen Teppich. Ja, schmeckt alt. Hat irgendjemand eine Ahnung, wer der Typ war? Der wusste Dinge. Keinen Schimmer. Nein. Aber eine Verbindung zu Mr. Kill hat er sicherlich. Offensichtlich. Und dieser komische Organisation, ach, keine Ahnung. Wieso wäre jetzt schon Mr. Kill? Mr. Kill, Slime Shady. Kill, Monk. Wer auch immer noch. Und noch eine weitere Person. Viele andere hat er noch gemeint, ja. Ihr scheint sehr starke Feinde zu haben. Ja, Cool auch, ein bisschen coole. Muss man schon sagen. Bisschen Stil haben sie schon, oder? Schon, aber ich würde gern tauschen. Und Kelly wird ein Stückchen Blut auf den Boden spucken. Ich muss schon sagen, wir sehen hier jetzt nicht gerade mehr richtig frisch aus. Und wenn wir die Tür ja auch nicht aufkriegen, vielleicht hatte dieser Monk halt recht, dass wir diese Tür erstmal nicht aufkriegen. Ich, ganz ehrlich, so was er gesagt hat, war ja im Grunde genommen, dass das, was wir haben, nicht das Richtige ist und dass es nicht ausreicht. Das klingt wie, es gibt mehr als eins. Und wir wissen ja auch, dass es mehr als eins gibt. Eins von denen mussten wir ja schon wieder abgeben. Das heißt, wenn wir diese Tür aufkriegen wollten, bräuchten wir vermutlich nicht nur das, was wir haben, sondern auch wahrscheinlich das, was Mr. Kill uns abgenommen hat. Plus vielleicht noch andere. Das heißt, wir können ja wahrscheinlich wirklich nichts machen. Ich würde sagen, wir sind alle fertig oder ihr seid alle vor allen Dingen fertig, glaube ich. Und es ist nur noch die Frage, was mit dem Wasser ist. Aber das Letzte können wir hier wahrscheinlich nicht lösen. In diesem Raum, oder? Keine Ahnung, was mit dem Wasser passiert ist. Vielleicht, wenn das stimmt, was die Tierchen gesagt haben, dass irgendjemand vorher hier schon mal war, hat der das Wasser weggezaubert oder so vielleicht. Über den wissen wir leider nichts. Das klingt danach, als ob ein Rückzug für euch recht taktisch wäre. Das, und wir sollten definitiv Fritz Bescheid geben, damit wirklich örtliche Behörden und Sicherheits... Personal eingeschaltet wird. Lass mich mit Fritz reden. Ich werde das alles weiterleiten, damit ihr eure Sachen weitermachen könnt.
Wenn hier wirklich was Gefährliches hinter der Tür ist und diese Typen, hier dieser Coolmonk oder wie der jetzt hieß, wenn die alle dahinterher sind und dahinter diese Tür wollen, dann sollten wir definitiv irgendwie den Schutzkräften hier Bescheid geben, dass die, dass ich weiß nicht, wer hat hier die Regentschaft. Irgendjemand muss doch Bescheid wissen, dass das hier ist. Dass man das absichern kann. Wahrscheinlich kennt Fritz Leute. Fritz kennt viele Leute. Ich weiß nicht, er sah für mich nur aus wie ein Förster mit durchtrainierten Beinen. Förster kennen Leute. Hab ich mir sagen lassen. Ich vertraue Archie. Der kennt Fritz und dann wird das wohl stimmen. Und im Notfall kann Fritz mit seinen epischen Waden diese Tür bewachen. Fritz ist ein toller Typ. Du meinst, er wird da die ganze Zeit waden? Er steht Wade. Er ist der wahre Wademeister hier. War dein Witz. Wade, Hade, Dude da. Den wollte ich auch gerade bringen. Sein Vorname ist Wade. Genau, Fritz ist nicht sein Nachname. Er ist Wade Fritz. Was? Okay. Wie dem auch sei, sollen wir diese Tür lassen, für was es ist, und vorsichtig uns zurückziehen? Erstmal. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ja. Du kommst wahrscheinlich dann auch nicht weiter mit deinen Kristallstudien, oder? Naja, ich habe mir die Notizen gemacht. Ich werde mir nicht mit zurückreisen und schaut, dass die korrekten Instanzen informiert werden. Aber ich kann euch nicht versprechen, dass ich nicht, sobald das hier alles gelöst ist, nochmal zurückkomme, um mir die Kristalle anzuschauen. Aber ich glaube, meine Prioritäten sind erstmal ein wenig anders als geplant. Wie dem auch sei. Erstmal nichts wie weg hier. Versammelt euch mal bitte alle um mich herum. Dafür langt meine Kraft noch. Wir laufen nicht? Nein, wir laufen nicht. Bleib einfach ruhig stehen, versuch dein Gleichgewicht zu halten und erschrick nicht. Und Kaelin würde in seinen Umhang, also unter seinen Umhang greifen. Und er hat ja vorhin, hat er ja so sein Dinner 5 Notizbüchlein ja gegeben. Mhm. Jetzt siehst du, dass er mit so einer Umhängetasche selbst einen großen Folianten dabei hat, in dem ein dunkel-lila-farbener Kristall in den Vorband eingelegt ist. Und Kaelin würde den öffnen. Wow. Und seine Augen schließen und arkanes Zeug rezitieren. Und um dich und auch um alle anderen herum würde sich Dunkeläther bzw. Void-Äther bilden. Und ich würde mein Arcanum of the Gate einsetzen und es sofort dismissen. Und damit uns direkt wieder in die Oberfläche zum Brunnen hochteleportieren. Ihr hört ein Wusch und mit einem Mal wie hingezaubert steht ihr wieder bei den Runensteinen. Erschöpft zwar, aber glücklich. Diesmal sogar sehr präzise, also nicht ein Meter über dem Boden oder so, sondern wir landen alle exakt auf dem Boden. Spannend. Das ist ein bisschen so ähnlich, wie ich das kann. Aber etwas anders. Interessant. Sehr interessant. Na, das ist eine sehr praktische Art des Reisens. Egal, was so passiert ist. Vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt. Ich werde dann mich mal aufmachen und Fritz suchen.
Mach das. Ja, viel, schön, dass wir dich kennengelernt haben. Viel Spaß bei Fritzsucht. Ja. Ja, vielen Dank für deine Hilfe im Kampf. Ich hoffe, du kannst irgendwelchen Behörden oder so Bescheid geben, dass die erfahren, was hier passiert. Ich habe vollstes Vertrauen in Fritz und ich habe auch vollstes Vertrauen in euch. Viel Glück auf euren Reisen. Dankeschön. Danke. Dir auch. Und auch weiterhin viel Erfolg bei deinen Studien. Oh, vielleicht, vielleicht können wir das nächste Mal neue Sachen austauschen. Oh, bevor ich es vergesse, in der Tat, Kaelin, wenn du möchtest, und er reicht noch kurz in seine Tasche rein und nimmt ein paar Seiten aus seinem Folianten, diese Notizen sind vielleicht ganz praktisch für dich. Oh, und er reicht dir einfach ein paar seiner Notizen aus seinen Studien. Dankeschön. Das ist echt freundlich von dir. Naja, du suchst Verbündete und Hilfe für dein Land. Ich glaube, diese Seiten könnten dir helfen. Nicke dir zu und stecke die Seiten erstmal ein. So, wo ist denn der Olle Fritz? Und Archibald wandert davon. Die Weimarer Republik in a nutshell. Aber damit nehmt ihr Abschied von einem, ja, ihr habt ihn vielleicht nur kurz kennengelernt, aber vielleicht ist Archie für euch tatsächlich schon ein guter Freund geworden. Aber irgendjemand oder irgendetwas, ihr seid euch da vielleicht noch nicht so ganz sicher, scheint Interesse an diesen Kugeln zu haben. Und nicht nur das, sie scheinen irgendein Geheimnis zu hüten. Es wird umso dringlicher, scheint euch, dass ihr herausfindet, was das ist. Und es gibt da immer noch diesen merkwürdigen geheimen Ort, an den Flux euch führen will. Vielleicht warten dort Antworten auf euch. Das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.